Einen schönen guten Morgen. Die Reihe Europa im Diskurs und das seit vielen Jahren ist eine Kooperation des Burgtheaters mit der Tageszeitung Der Standard, mit der Erste Stiftung und dem Institut für die Wissenschaften vom Menschen, dem IWM. Wir beide begrüßen Sie hier im Namen aller vier Kooperationspartner zu unserer Matinee am Sonntag im Burgtheater. Wir, das sind Boris Marthe, CEO der Erste Stiftung, und ich bin Ludger Hagedorn, Permanent Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Etwas mehr als 100 Jahre ist es her, dass der tschechische Schriftsteller Karel Čapek ein Theaterstück geschrieben hat mit dem sonderbaren Titel R.U.R. R.U.R. steht für Rossums Universal Robot. Dieses Wort Roboter mit dem Welterfolg dieses Stückes ist es in die internationalen Sprachen eingezogen und bekannt geworden. Heute würden wir das, was Čapek in dem Stück beschreibt, eher nicht als Roboter, sondern vielleicht als Androiden bezeichnen. Auch vieles andere von dem Stück ist sicher nicht auf die heutige Zeit übertragbar. Aber es gibt ein schönes Detail noch, das in dem ersten Wort steckt. Und das erste Wort heißt Rozum. Das wird den meisten von Ihnen nichts sagen. Aber das ist im Tschechischen eine Verballhornung des Wortes für Verstand, Vernunft. Die deutsche Übersetzung dieses Stückes hat das Ganze genannt Verstands-Universalroboter. Der Verstand mit dem großen W, und in diesem großen W auch grafisch, wenn man das Buchcover sieht, sieht es ein bisschen aus wie der Wahnsinn. Der Wahnsinn und der Verstand zusammen haben diese Universalroboter geschaffen, und ich glaube, das ist wiederum ein ganz schönes Beispiel für die gegenwärtige Debatte. Es wirkt vieles wie ein großer Wahnsinn an der gegenwärtigen Debatte. Wahnsinnig faszinierend, begeisternd, bereichernd kann es sein, aber auch wahnsinnig erschreckend, was sich tut. Das ist das, was wir heute debattieren wollen und wozu ich Sie alle ganz herzlich begrüße. Noch ein Wort sei mir erlaubt, dann übergebe ich an Boris Marthe. Noch ein Wort sei mir erlaubt: Das IWM, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, hat seit 2 Jahren ein neues Fellowship, das unter dem Titel Digital Humanism firmiert. Dieses Programm beschäftigt sich genau mit den gesellschaftlichen Herausforderungen von künstlicher Intelligenz, von Digitalisierung der Gesellschaften, die wir heute diskutieren wollen. Ich möchte darauf hinweisen, freundlicherweise, dass dieses Programm vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Innovation, Technologie, etwas habe ich noch vergessen, aber so ungefähr unterstützt wird. Dafür sind wir sehr dankbar. Und mein letztes Wort, ganz besonders dankbar bin ich dafür, dass wir dieses Projekt in sehr enger, freundlicher, wunderbarer Kooperation mit den Kolleginnen und Kollegen von der TU Wien durchführen dürfen. Und die Kolleginnen und Kollegen von der TU Wien sind seit wirklich vielen Jahren an diesem Thema dran und auf sehr interessante, gute, positive Weise an diesem Thema dran. Das finde ich erwähnenswert an diesem Tag, und dafür möchte ich Ihnen danken. Danke. Schönen Vormittag. Also auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Guten Morgen. Ich habe am Weg hierher ChatGPT-4 gefragt, was es denn vom Theater hält. Ich erspare Ihnen das. Aber Sie sind hier eine wahnsinnig schlechte Schauspielerin, diese ChatGPT-4. Aber ich erspare Ihnen das. Sie können es selber nachlesen. Aber eines ist gesagt, Sie sind an einem sehr sicheren Ort. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das auf dieser Bühne ein Algorithmus performen wird, ist sehr gering. Ausschließen kann man es nicht. Ich freue mich, dass wieder so viele gekommen sind. Wenn wir ausländische Gäste haben zu dieser Veranstaltung, ist es immer ein Wunder. Ja, was, am Sonntagvormittag so viele und die zahlen auch noch? Also, ja, das ist Wien. Wien ist anders. Ja. Also es ist wirklich immer sehr, sehr schön zu sehen, dass Sie in so zahlreicher Form hier erscheinen. Wir machen das seit 15 Jahren, oder? Also das Europa im Diskurs hat eine Biografie, hat eine Geschichte. Es ist eine wunderbare Partnerschaft zwischen diesen vier Institutionen.
Und das Burgtheater schafft es immer wieder durch eine intelligente Spielplanung, diesen Sonntag auch so zu positionieren. Also wenn Ihnen die Dämonen, über die wir heute Vormittag hier reden, nicht genug sind, sind Sie alle herzlich eingeladen, am Abend spielen die wirklichen Dämonen von Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Also Dämonen nicht genug am Vormittag, kommen Sie am Abend wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Diskussion, gute Unterhaltung und ja, wir schauen einmal mit Spannung, was da, ob wir inspiriert nach Hause gehen. Ich denke schon. Viel Spaß. Einen schönen guten Morgen, wenn ich das um 11 Uhr cum tempore noch sagen darf. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hierher gekommen sind. Wenigstens mussten Sie nicht hierher schwimmen, so wie gestern. Das war ein gewisser Vorteil. Super, dass Sie da sind. Ich glaube, wir werden heute eine sehr spannende Diskussion haben, denn das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist eines, das weltweit gerade eines der, ich würde fast sagen, heißesten Themen ist. Willkommen zu Europa im Diskurs. Und unser Thema ist heute, ist künstliche Intelligenz bald klüger als wir? Damit Sie nur wissen, mit wem Sie es zu tun haben, mein Name ist Petra Stoiber. Ich bin Journalistin und stellvertretende Chefredakteurin des Standard. Und fühle mich gerade sehr geehrt, dass ich hier sein darf. Das ist schon etwas ganz Besonderes. Ja, vielleicht stelle ich Ihnen als erstes meine Gäste und Gästinnen hier am Podium vor. Ich beginne gleich einmal ganz außen mit Maya Bindeos. Maya ist CEO und Co-Gründerin von Humanizing Autonomy. Sie ist eine sehr junge Frau, die schon sehr lange in London lebt, dort 2017 das Startup gegründet hat und das beschäftigt sich mit verhaltensbasierter KI. Sie wird uns dann weiter gleich einmal erklären, was sie da eigentlich macht und was KI, künstliche Intelligenz, kann. Zu meiner Rechten Peter Knees von der TU. Er ist Professor an der Fakultät für Informatik. Er beschäftigt sich mit automatischen Empfehlungssystemen und digitalem Humanismus. Herzlich willkommen. Ja, hier zu meiner Linken Jörg Pieringer. Jörg Pieringer ist Schriftsteller, Aktionskünstler, Informatiker. Er hat unter anderem das Gemüseorchester mitbegründet, was ich besonders beeindruckend finde, und den Medienpreis der Stadt Wien gewonnen. Er unterrichtet an der Wiener Schule für Dichtung, akustische Poesie. Sein jüngstes Werk, Günstige Intelligenz, ist KI-basiert und er wird uns dann auch des Weiteren gleich einmal erzählen, wie das zustande kam. Ja. Dann begrüße ich sehr herzlich Helga Nowotny. Sie ist Wissenschaftsforscherin, emeritierte Professorin der ETH Zürich und frühere Präsidentin des European Research Council. Sie hat ein Buch über prädiktive Algorithmen geschrieben. Der deutsche Titel, Die KI sei mit euch, wird ab Mai erhältlich sein. Erschienen ist das Buch 2021 unter dem Titel In AI We Trust. Und last but not least, Liz Hirn, Philosophin. Auf ihrer Webseite steht, Philosophie und Kunst im Alltag sichtbar zu machen, sowie den Dialog in einer globalen Welt zu fördern. Das sind nur einige meiner Ziele. Sie beschäftigt sich viel mit der Zukunft des Humanismus, mit digitalem Humanismus, Transhumanismus, Posthumanismus. Ja, wobei der digitale Humanismus ist, glaube ich, nicht so ganz das Hauptmerkmal, aber wir sprechen über all diese Humanismen noch im Detail. Ja, herzlich willkommen Sie alle. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich so viele Frauen am Podium habe, weil das ist oft nicht zu erwarten bei einer technischen Diskussion, aber Sie sehen, wir Frauen sind ganz weit vorne mit dabei. Ja,
Künstliche Intelligenz. Alle reden darüber, viele probieren es gerade aus. Die Reaktionen schwanken zwischen Begeisterung und Untergangsprophezeiungen. Was ist künstliche Intelligenz, KI oder auf Englisch AI eigentlich? Wenn die meisten darüber sprechen, sprechen sie momentan von ChatGPT. Das ist ein neuronales Netzwerk. Was das im Detail ist, wird uns der Peter Knees dann gleich einmal erklären. Und was uns allen auffällt, was uns vor allem auch in den Medien auffällt, ist die rasante Entwicklung, die diese Technologie nimmt. Es wurde, glaube ich, 2018 zum ersten Mal als wissenschaftliches Paper veröffentlicht. Dann gab es eine zweite Version im Februar 2019. GPT-3 im Mai 2020 wurde von der OpenAI Foundation angekündigt. Und mittlerweile, glaube ich, gibt es viele verschiedene Versionen, die sich schon seit Jänner dieses Jahres verändert haben. Wir probieren das zum Beispiel bei uns in der Zeitung auch aus. Also wir arbeiten zum Teil schon mit künstlicher Intelligenz im Sinne von, wenn wir darüber schreiben, dann generieren wir Bilder, die wir mit einem Tool, das heißt Midjourney, erzeugen. Und die Frage ist, wenn man das ausprobiert, was macht man, was unterlässt man, was muss man erklären, damit man weiß, damit man genügend Transparenz hat, was man da jetzt eigentlich vor sich sieht. Und weil wir jetzt ungefähr 1,5 Stunden über künstliche Intelligenz diskutieren, haben wir in der Vorbereitung gleich einmal die künstliche Intelligenz selbst gefragt, was sie davon hält, ob sie tatsächlich der Meinung ist, dass sie bald klüger ist als wir. Vielleicht können wir die Folie kurz zeigen, was ist dabei rausgekommen. Sie sagt, in einigen spezialisierten Bereichen kann sie menschliche Fähigkeiten sogar übertreffen, aber eine umfassende Klugheit, die der menschlichen Intelligenz entspricht, ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Ja, ich werde jetzt in weiterer Folge während unserer Diskussion immer wieder KI-generierte Bilder einblenden, die vielleicht dazu passen. Ich werde dann die Regie immer bitten, sie einzublenden und vielleicht kurz was dazu erklären. Aber zunächst, bevor wir beginnen, lieber Peter Knees, was haben wir da vor uns? Was ist das für ein Ding? Und wie funktioniert es? In ganz, ganz einfachen Worten, bitte. Bei ChatGPT, ja. Wie Sie schon gesagt haben, es ist ein neuronales Netzwerk. Seit ungefähr, ich glaube 2017 eben, ist es sozusagen die zugrunde liegende Technologie, die Transformer-Technologie, diese speziellen neuronalen Netzwerke, die in der Lage sind, Strukturen länger, sozusagen einen längeren Kontext zu modellieren, was sich für Texte sehr gut anbietet, wurden vorgestellt damals. Und seitdem ist die Entwicklung eigentlich ziemlich rasant gegangen. Es ist im Wesentlichen eben dieses neuronale Netzwerk, das mit einer Unmenge an Daten trainiert wurde, das eine Unmenge von Texten gesehen hat, über die Jahre immer mehr, sozusagen in verschiedenen Generationen. Das destilliert die relevanten Muster aus den Texten heraus und ist in der Lage, die dann zu simulieren, zu imitieren in weiterer Folge. Mhm. Die Frage, sozusagen, was kann ich dann damit machen? Im Wesentlichen, also ein ähnliches Prinzip, Sie sehen das wahrscheinlich jeden Tag, Sie alle, wenn Sie eine SMS am Smartphone schreiben, ja, da werden Sie tippen das Wort ein und es wird nicht nur automatisch vervollständigt, sondern es wird Ihnen auch vorgeschlagen, was ist das nächste Wort, was Sie in der SMS schreiben könnten? Was ist das nächste Wort? Was ist das nächste Wort? Im Prinzip funktioniert ChatGPT auf genau die gleiche Art und Weise. Also was ist sozusagen statistisch gesehen wahrscheinlich, um einen Satz zu vervollständigen und weiterzuführen? Und das ist die grundlegende Idee, natürlich ein bisschen komplexer, optimierter und so weiter. Also es sind sehr viele Spezialanwendungen, speziell sozusagen unter Tasks, die da drinnen sind, von Fragen beantworten, Zusammenfassungen schreiben und alles das. Darauf ist das System optimiert. Aber vom Prinzip her geht es eigentlich um Statistik aus großen Datenmengen und aus Textmengen. Ja. Mhm. Maya Bindeo, Sie arbeiten täglich damit. Vielleicht können Sie uns mal kurz sagen, was Sie da genau machen und was kann die Artificial Intelligence? Ja, also wie Herr Gnees schon gesagt hat, es geht sehr viel um Statistik. Künstliche Intelligenz kann man eigentlich in zwei Pole unterteilen. Es gibt die sogenannte schwache
und starke künstliche Intelligenz. Bei der schwachen künstlichen Intelligenz geht es darum, Aufgabenbereiche, die sehr strukturiert und definiert sind, zu erfüllen. Und Texterkennung, Textprognosen, Fahrassistenz zum Beispiel, Spracherkennung, das sind gute Beispiele von schwacher, strukturierter künstlicher Intelligenz. Mhm. Dann gibt es die starke, die generelle General Artificial Intelligence, über die jetzt wild spekuliert wird. Und da ist natürlich die Frage, wird es sie geben, kann es sie geben, soll es sie geben? Und das ist natürlich ein großes Thema. Und momentan befinden wir uns in einer Hype-Phase quasi. Jeder spekuliert, jeder testet und fast die überhöhten Erwartungen von künstlicher Intelligenz. Und das ist sehr wichtig, dass wir jetzt in einem intensivierenden öffentlichen Diskurs sind, weil nur so können wir uns über Gefahren und Möglichkeiten die besser verstehen. Ich fokussiere oder mein Unternehmen fokussiert auf verhaltensbasierte künstliche Intelligenz. Das bedeutet, KI zu schaffen, die um den Menschen herum aufgebaut ist, indem es Verhalten interpretiert. Was ist Bewegung zu interpretieren, von einem Video oder einer Kameradaten zu interpretieren, was eine Intention sein könnte, ohne Informationen über eine Person zu erfahren, aber wirklich nur das nächste Verhalten. Und das ist eine Kombination aus Statistik, sehr viel in künstlicher Intelligenz basiert auf Statistik und Verhaltenspsychologie. Mhm. Und das wird eingesetzt in einer sehr oft in Sicherheit und User Experience, also wirklich die Erfahrung, Benutzererfahrung, wie zum Beispiel zu prognostizieren, ob ein Fußgänger oder Fahrradfahrer ein potenzielles Risiko, ein potenzielles Unfallsrisiko hat und diesen Unfall dann zu verhindern, indem die KI prognostiziert, das ist das Risiko und das Fahrzeug kann im richtigen Moment stoppen zum Beispiel oder andere. Also es wird in der Automotive-Industrie eingesetzt. Genau, Automotive und auch in der Health and Safety-Industrie. Das bedeutet, wenn es um Produktionsstätten, Baustellen und so weiter, immer wo eine Interaktion zwischen Maschine und Mensch sehr wahrscheinlich ist. Und wenn wir die Straße betreten, unsere Häuser verlassen, interagieren wir alle paar Sekunden mit Maschinen. Das ist auch etwas, das eigentlich sehr wichtig ist. Und da wird es eingesetzt. Genau. Mhm. Sehr interessant. Liebe Lieschen, was ist denn Intelligenz? Die kleine Frage zuerst. Ne? Ich hab mich sehr gefreut über die Ausgangsfragestellung und die war dann auch der Grund, warum ich mich getraut habe, als jemand, der jetzt nicht aus der Technik kommt, was dazu zu sagen, weil diese Frage nach dem, wird die Maschine klüger sein als wir oder diese künstliche Intelligenz, wäre jetzt von philosophischer Seite her zu beantworten mit Nein, weil Klugheit was anderes ist als Intelligenz. Und das finde ich ganz wichtig, weil unser Klugheitsbegriff immer sehr synonym oder eigentlich immer synonym gebraucht wird, aber sozusagen auch eine Haltung ist und eine Tugend ist. Jetzt ist das ein Begriff, der überhaupt nicht zur Tech-Szene passt, wie ich finde, ja, also der Tugenden zu kultivieren, aber diese Klugheit ist eben mehr als eine schlichte Berechnung, eine Voraussage, sondern ist etwas, das sehr, ich sage jetzt einmal, ein bisschen technischer körperbasiert ist. Also meine Erfahrungen als leibliches, verletzliches Wesen einbezieht. Das heißt, Klugheit ist nicht so einfach ausrechenbar, ergibt sich aus meinem Erkenntnisvermögen, aus meinen Erfahrungen, ist eine Einschätzung sozusagen und sozusagen auch dann ein Handeln, das ich ausübe, das ich auch verantworten muss. Also insofern werden die Maschinen nicht oder nie, traue ich mich jetzt mal da sagen, vielleicht kommt da gleich dann ein Kontra, klüger sein als wir, aber was man schon annehmen kann, intelligenter sind sie schon jetzt, also in vielen Bereichen auf jeden Fall intelligenter oder effizienter, als wir Menschen oder einzelne Menschen es jetzt sein können. Mhm. Dann haben wir ja auch noch irgendwie sozusagen den Bereich der Kreativität, Herr Pieringer. Sie haben jüngst ein Buch mit Hilfe von KI geschrieben. Das hat Sie, glaube ich, 5,60 Euro gekostet. Sie sind ja nicht der Erste, zum Beispiel auch Daniel Kehlmann hat sich ja schon in früheren Jahren damit versucht. Seine Erfahrungen damals waren gemischt. Wie waren denn Ihre? Ja, ich muss sagen, ich beschäftige mich schon länger mit diesen Techniken, Technologien. Also das ist ja nicht die einzige Technologie, wie man Texte generieren kann. Das hat eine lange Tradition. Jetzt sind halt neuronale Netze eine Technik, die man verwendet. Und als GPT-2, das ist sozusagen die Vorgängerversion herausgekommen ist, die damals noch Open Source war und sozusagen für jedermann, jeder Frau verwendbar war, habe ich mich damit beschäftigt und habe ein bisschen so experimentiert. Und das war so, ja, interessant, aber nicht viel besser als das, was ich davor gekannt habe. Und dann, als ich dieses Paper von der OpenAI Foundation gelesen habe,
also nur sozusagen nur den wissenschaftlichen Report darüber, habe ich gedacht, okay, das könnte interessant sein. Und dann habe ich mich für diese Warteliste angemeldet und dann ein Jahr fast gewartet, bis man dann drankommt. Die haben das ja sehr reduziert, sozusagen den Zugang dazu gestaltet. Und dann habe ich innerhalb von sehr kurzer Zeit, ein paar Tagen, 80 Gedichte generiert. Das hat mich dann selber überrascht. Nicht alles, was ich da generiert habe, war für mich interessant. Das meiste eher ein bisschen banal. Aber das hat schon ein bisschen einen anderen Duktus als jetzt ChatGPT, weil das war sozusagen die rohe Version, die nicht so gefiltert ist wie ChatGPT. Und da konnte man schon sehr wilde Sachen erzeugen. Und ich habe mir gedacht, okay, innerhalb von diesen zwei Tagen, wo ich das gemacht habe, toll, das möchte ich jetzt veröffentlichen. Und habe das den Ritter Verlag und meinen Lektor geschickt, der hat gemeint, irgendwie ganz lustig, aber ja, für ein Buch reicht es nicht. Dann habe ich mich natürlich geärgert und er hat dann gemeint, aber vielleicht sollte ich was drüber schreiben, über diesen Prozess. Und dann, als mein Ärger ein bisschen abgekühlt ist, habe ich gedacht, okay, vielleicht probiere ich es einmal. Und dann habe ich halt begonnen nachzudenken, was könnten diese Texte bedeuten, weil die sind nicht all immer sehr verständlich. Was könnte dahinter liegen? Woher bezieht es die Wortquellen? Es kommt ja auch darauf an, was Sie sozusagen fragen. Nicht? Genau, also genau. Sie müssen ja quasi die Anweisungen geben, was die künstliche Intelligenz machen soll. Ja, die Anweisungen waren immer sehr formalisiert. Also ich habe eben ich habe über die Jahre so Karlauer gesammelt, die ich selbst erfunden habe, also nicht jetzt computergeneriert, und habe dann diese Liste von GPT-3 fortsetzen lassen. Da sind dann auch Karlauer, kann man fast nicht sagen, so Karlauer-Imitationen rausgekommen. Bisschen dadaistisch ist es. Ja, aber sie sind, Humor haben die wenig. Also Humor ist überhaupt etwas, was dieses neuronale Netz schlecht kann, finde ich. Und das habe ich, diese Liste sozusagen an fortgesetzten Anti-Karlauern habe ich genommen als Gedichttitel und habe immer gesagt, schreibe ein Gedicht mit dem Titel so und so, und habe ein Anfangswort vorgegeben. Und dann habe ich das, was weiß ich, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 10-mal laufen lassen, bis irgendwas rausgekommen ist, was ich gedacht habe, okay, das könnte man zumindest, ist zumindest originell oder ist irgendwas, worauf ich selber nicht gekommen wäre. Das war ein bisschen so meine Hauptmotivation. Klingt interessant. Frau Nowotny, ich habe es schon erwähnt, auch Sie haben ein Buch geschrieben. Was soll uns das denn sagen in AI We Trust? Wir vertrauen in die künstliche Intelligenz. Ja, der Titel ist ein bisschen ironisch gemeint. Das habe ich mir gedacht. So ist es nicht. Also Sie wissen, das offizielle Motto der amerikanischen Währung, des Dollars, ist In God We Trust. Und die KI hat in vielerlei Hinsicht eine ähnliche Stellung eingenommen. Zumindest, wie sich das manche Menschen so in der Fantasie vorstellen. Und in meinem Buch geht es mir darum, was macht die KI mit uns und was machen wir mit der KI? Und das ist ein Spannungsfeld. Und wir sprechen immer von Intelligenz. Und der Begriff wurde in den 50er Jahren in den USA bei der Dartmouth Conference das erste Mal öffentlich verwendet. Und heute würde niemand diesen Begriff wählen für das, was wir verwenden, weil die Verwechslung zwischen menschlicher Intelligenz und dem, was die Maschine macht, einfach zu groß ist. Wir wissen zwar, menschliche Intelligenz ist anders als die der Maschine, aber dann fallen wir immer in diese anthropomorphische Falle hinein und glauben, wir haben es dann doch mit etwas zu tun, das Intelligenz ist, dass das kann, dass jenes kann, etc. Wie würde man es denn heute nennen? Das weiß ich nicht, aber worauf es mir ankommt, ist, dass wir uns ein bisschen ablösen müssen von dieser Fokussierung auf Intelligenz. Was die Menschen beunruhigt, ist, dass wir unsere Handlungsfähigkeit der Maschine übertragen. Wir vertrauen dann, wir glauben, was der Algorithmus uns vorhersagt. Und Vorhersagen sind in der Wissenschaft unumgänglich. Wir haben Vorhersagen, die sehr nützlich sein können. Aber wenn wir beginnen, an die Vorhersagen zu glauben, die uns die Maschine liefert, riskieren wir das, im Englischen nennt man das Self-Fulfilling Prophecies, also selbsterfüllende Prophezeiungen.
Und der Begriff ist das erste Mal aufgetaucht in der Depression in Amerika, als die Leute begonnen haben, die Bank zu stürmen, um ihr Geld aus der Bank zu holen. Und dann haben das alle gemacht und dann ist der Crash eingetreten. Und diese selbsterfüllenden Prophezeiungen sind etwas, was uns bewusst sein muss. Wir dürfen nicht einfach vertrauen, dass das, was vorhergesagt wird, von der Maschine auch tatsächlich eintreten wird, weil es Wahrscheinlichkeiten sind, weil es Daten aus der Vergangenheit sind. Und Menschen sind zwar in vielerlei Hinsicht vorhersehbar, wir sind Gewohnheitstiere. Und manchmal ist das sehr harmlos auch, welches Buch kaufen wir und wohin fahren wir auf Urlaub und so weiter. Aber gleichzeitig sind die Firmen, die das betreiben, so, ihr Business Model besteht darin, uns möglichst vorhersehbar zu machen, damit sie dort einsetzen können und uns so lenken, dass wir halt das kaufen und dass wir auch abhängig werden und mehr von dem wollen und so weiter. Und darum geht es mehr. Das klingt sehr düster. Und Nein, das ist nicht düster. Das überhaupt nicht. Nein, die Absicht, die dahinter steckt, die klingt düster. So habe ich es gemeint. Ich bin ein Kind der Aufklärung. Nein, es ist ja so, dass es auch vor wenigen Tagen oder vor einigen Tagen bekannt wurde, dass es einen offenen Brief gibt. Mittlerweile haben ihn 10.000 Leute unterschrieben, unter anderem Vordenker wie Yuval Harari, aber auch Elon Musk ist dabei. Die haben geschrieben, es braucht eine Pausetaste. Wir müssen eine Pausetaste drücken und einfach ein bisschen uns zurücknehmen und nicht uns von dieser schnellen technologischen Entwicklung überholen lassen. Ich möchte Liz Hirn fragen, was halten Sie denn von so etwas? Machen wir Pause? Also es kommt mir ein bisschen so vor, wie Pandoras Box ist schon geöffnet und dann sagen wir, jetzt überlegen wir, ob wir es zumachen oder nicht. Und es ist aber sozusagen schon da und jetzt ist der Aufruf, ich glaube, dem wird eine Mehrheit zustimmen, nur ich halte ihn für sehr unrealistisch, dass das aufhaltbar ist, weil erstens mal Forschung, Wissenschaft nicht so funktioniert, dass längst sozusagen auch der Wettbewerb der Nationen sozusagen eröffnet ist und für mich dann mehr die Frage aufgeworfen wird, ob wir nicht, ich möchte jetzt gar nicht diesem politischen Thema vorgreifen, aber diese Konzerne wirklich als Tech-Supermächte auch begreifen müssen, die politische Akteure sind, also Handelnde sind. Also egal ist, ob wir jetzt unsere Agency abliefern an künstliche Intelligenz, aber sozusagen, dass wir diese Companies und diese Konzerne anders behandeln müssen. Und jetzt im Nachhinein also diesen Brief zu veröffentlichen, ja, scheint mir ein bisschen so wie, zu spät noch den Hype vielleicht sogar zu verstärken, dass man sagt, wer weiß, was das nicht alles schon kann und die Faszination etc. und die Ängste zu schüren. Also ich finde es jetzt, muss ich sagen, jetzt von dem Blick drauf nicht gelungen, es hätte vorher passieren müssen und nicht sozusagen im Nachhinein hindsight-mäßig sagen, ja, jetzt müssen wir mal drüber reden. Nun gibt es ja, wie ich weiß, die Frau Nowotny hat mir gestern zugesandt, es gibt ja noch ein Statement auch von der Gesellschaft für digitalen Humanismus. Sie haben mitgeschrieben, die Frau Nowotny auch, schlägt denn dieselbe Kerbe oder was ist sozusagen Ihr Punkt? Also der ist eine, ich würde sagen, eine etwas nüchternere Sichtweise auf die Geschichte. Da wird ChatGPT technisch eingeordnet. Es wird darüber gesprochen, was es leisten kann. Es wird auch über die Gefahren gesprochen und nicht zuletzt auch mögliche Handlungsszenarien auch skizziert, was zu tun ist. Natürlich gibt es da sozusagen Möglichkeiten, wo das, wir haben ja das angesprochen, ne, das in vielen Berufsfeldern, wo das halt manche Dinge vereinfacht und so weiter, das ist natürlich, je nachdem wie man sieht, auf welcher Seite man steht, kann das positiv sein. Die Gefahren sind natürlich auch gegeben, was jetzt, wir werden wahrscheinlich noch drüber sprechen, Demokratie betrifft, was Fake News betrifft und so weiter. Ich glaube, diese Dinge muss man sich einfach bewusst machen und muss sie nüchtern diskutieren und diesen breiten Diskurs gesellschaftlich auch führen. Und das ist das, was der Digitalhumanismus zum Ziel hat. Also Digitalhumanismus kommt aus der internationale
Gruppierung, Bewegung mittlerweile, muss man sagen, kommt aber stark aus Wien, tatsächlich von der Fakultät für Informatik von der TU. Da also können wir ja stolz drauf sein. Da sind wir mal sehr stolz drauf ganz weit vorne. Da sind wir sehr weit vorne als Österreich überhaupt. Also wir haben sehr gute Unterstützung auch aus der Politik, was das betrifft. Stadt Wien, Außenministerium, Klimaministerium, das IWM ist ein Partner und so weiter. Also es ist wirklich eine breite gesellschaftliche Plattform mittlerweile schon geworden. Und das Ziel ist, Technologie so zu gestalten, dass tatsächlich die Interessen des Menschen im Mittelpunkt stehen, dass die Menschenrechte eingehalten werden, dass die Umwelt mit einbezogen wird und dass tatsächlich humanistische Werte mit einbezogen werden. Also zum Thema Klugheit und Standpunkt und so weiter würde ich schon sagen, dass wir das als Menschen, als Initiative schon auch versuchen, da ein bisschen klüger zu sein dann als die KI. Das muss man schon sagen. Die Maya Bindeos wollte noch etwas dazu sagen. Ich fand den offenen Brief eigentlich sehr interessant, fast ein bisschen zynisch auch. Also Entwicklung, KI-Entwicklung aufzuhalten, sollte eigentlich nicht in niemandes Interesse sein. Ich glaube, es geht darum, das zu entwickeln, aber zu schauen, dass KI entwickelt wird und dass es dann doch auch die Werte, auch demokratische Werte vertritt. Das zu pausieren, nützt, glaube ich, niemandem was. Ich glaube, es geht jetzt auch darum, wirklich Bildung zu fördern. Der Diskurs, den wir jetzt haben, der in der breiten Öffentlichkeit stattfindet, ist unglaublich wichtig, dass die Leute sich damit auseinandersetzen, was KI bedeuten kann. Aber somit aber auch die Entwicklung zu verstehen, sodass man sagt, KI kann nur positiv sein, wenn es auf Datensätzen berührt, die verständlich sind, wenn die Outputs von KI dann auch für verständlich und weiterentwickelt und weiterverwendet werden. Also da geht es eigentlich, und die Entwicklung sollte weitergehen, aber wir müssen uns mit den Anwendungen wirklich auseinandersetzen, wie man dieses Werkzeug verwendet. Frau Nowotny, es gibt eine Google Scientist, die sich mit KI beschäftigt, Timnit Gebru heißt sie, und die hat geantwortet auf diesen offenen Brief und hat irgendwie gesagt, naja, Leute, in Wahrheit, die Gefahren sind ja schon längst da. Ja, also das ist ja alles schon da, das ist jetzt nicht die böse KI, es geht irgendwie darum, was wir jetzt daraus machen. Wie sehen Sie das? Also ganz, und ich möchte auch anschließen an das, was Lisa Hirn vorher gesagt hat. Wir müssen auch schauen, wer sind die handelnden Personen? Und es geht uns auch in dem Statement des digitalen Humanismus in Wien, es geht uns auch darum zu sagen, es werden mit uns allen werden Experimente im großen Stil durchgeführt, indem wir benutzt werden. Wir geben ja ein Feedback. Unsere Daten gehen ein und werden in ein Feedback eingebunden, aber niemand hat uns gefragt. Und niemand sagt uns, was damit tatsächlich geschieht. Und die handelnden Personen sind einige große internationale Firmen. Wir kennen die CEOs. Wir wissen, und die äußern sich auch ständig in der Öffentlichkeit. Also Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat kürzlich gesagt, also wir arbeiten daran, dass wir ein Profil jedes einzelnen Menschen haben. Und wenn wir diese Analyse haben, können wir die Antworten schon liefern, bevor der Mensch die Frage stellt. Aber das heißt gleichzeitig, also wir werden ein Produkt und wir sind in den Händen dieser großen Konzerne. Also das klingt jetzt so ein bisschen revolutionär, aber es ist die Tatsache. Und auch diese Fantasievorstellung dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz wird sehr stark von diesen CEOs unterstützt, weitergetragen. Und es ist auch ein Ziel. Und ob das tatsächlich das Ziel sein soll oder ob wir uns nicht eher die Frage stellen sollen, was können wir Positives, um unsere Gesellschaft zu verändern, um Ungleichheiten zu verringern, um das Bildungssystem zu verändern, das Gesundheitswesen, das so viel profitieren könnte von einem guten Einsatz auch der KI. Also diese Fragen gehen unter und dann schauen alle wie gespannt und fürchten sich womöglich und wir werden abgelenkt. Von diesen großen Fantasien, also jetzt kommt die große allgemeine Intelligenz. Also das ist ein Ablenkungsmanöver. Es ist ein Ablenkungsmanöver aus meiner Sicht. Ich würde nur gern sozusagen, es ist ja alles nicht so, so toll, Jörg Büringer hat es angesprochen, wenn man ein bisschen selber experimentiert mit der KI, zeigen wir vielleicht die nächste Folie. Wir haben die KI gefragt, einen Roboterarm zu zeichnen. Bei der Gelegenheit danke an meine Kollegen vom Webstandard und von der Edition Zukunft im Standard, die haben mir sehr geholfen. Schaut ziemlich perfekt aus, oder? Aber zählen Sie mal die Finger. Es sind 6 Finger. Also sozusagen
apropos Experimente, es wird viel herum experimentiert, vieles funktioniert ja auch nicht so, wie wir uns das irgendwie dann vielleicht auch, wenn wir es mal brauchen, einfach vorstellen. Also es ist weit davon entfernt, schon wirklich ausgereift zu sein, aber es ist auf dem Weg dorthin. Peter Knees wollte was sagen und dann Liz hier noch. Ich habe nur vorher kurz zusammengezuckt, weil ich gedacht habe, Sie biegen jetzt ab und sagen Vordenker Elon Musk und da hätte ich dann... Ach so, nein, ich bin weit davon entfernt. Ja, sehr gut. aber das, sozusagen, ich möchte das nur unterstützen, was auch schon gesagt wurde. Ich glaube, das ist tatsächlich, was den Brief betrifft, da steckt sehr viel Ideologie drinnen in dem Brief, mhm, und das ist sehr viel transhumanistische Long-Termism-Ideologie, die da transportiert wird. Und dieses Angstmachen vor der KI ist tatsächlich auch Ideologie. Also das sollte man nicht unterschätzen, das wird auch bewusst so gespielt. KI bekommt einen Stellenwert, den sie vielleicht technisch noch gar nicht so verdient hätte, wie das gemacht wird, auch wenn das wenn natürlich die Ergebnisse und die aktuellen Entwicklungen beeindruckend sind, aber das, was dann die Wand gemalt wird, was kommen wird und wie nicht diese Dystopien, wie sich die Arbeitswelt verändern wird und wie viele Leute ihren Job verlieren werden, alles das ist schon möglich, aber die Entscheidung, dass solche Dinge passieren, die trifft ja nicht die KI, die treffen ja Menschen. Und das ist der Punkt dahinter, dass das von vielen Leuten genutzt wird, jetzt das Schlagwort KI, um sich dahinter zu verstecken und zu sagen, naja, die KI kommt, die Technik kommt, das ist ein Umbruch in der Menschheit, da kann man nichts machen, ne? Das ist halt so. Würde ich noch einmal sagen, was digitalen Humanismus betrifft, dieses Verstecken hinter solchen Begrifflichkeiten, das ist genau, was wir nicht wollen, sondern es ist die Verantwortung des Menschen, der muss die Verantwortung haben, aber sie auch übernehmen für die Dinge, die dann passieren. Frau Hirn. Das trifft sich jetzt ganz gut mit meiner Aussage. Also ich glaube, man muss ja auch die großen Investitionen rechtfertigen. Ich meine, das Geld, was da reinfließt, jetzt könnte ich zynisch sagen, das könnte man auch für anderes verwenden. Ja, jetzt gerade auch in den USA etc. Ja, also man muss ja sozusagen auch eine Rechtfertigungslinie finden, warum diese Unmengen an Vermögen, an finanziellen Vermögen dorthin fließen. Das mal das eine. Das zweite ist, und ich komme jetzt nochmal kurz zurück zu diesem Unternehmen, dass die Unternehmen ja auch anders funktionieren, auch in verschiedenen demokratischen Systemen anders funktionieren, aber sie sind eigentlich hierarchisch organisiert. Also das müssen wir uns auch vorstellen. Also wir haben diese Tech-Supermächte, die hierarchisch und durchaus sehr autoritär funktionieren in demokratischen Systemen, die sozusagen diese Daten sammeln können und auch, und das finde ich noch schwerwiegender, auf Allgemeingut zugreifen. Also wenn Sie sich anschauen, dieser Zugriff auf die Gutenberg-Bibliothek online, also wenn ich jetzt so frei einfach mal dahin verwenden würde, dann würde ich wohl hoffentlich zu Recht auch mal angeklagt werden oder man würde mir vielleicht Plagiat vorwerfen. Das passiert hier nicht, oder auch auf die Bilder, die einfach online gestellt werden, wo auch niemand gefragt wurde. Und dann stellt sich die Frage, gut, jetzt ist es noch kostenfrei, aber ist es sozusagen irgendwie überhaupt vertretbar, dass da jemals Geld dafür verlangt wird, weil es wurde ja sozusagen auch auf Allgemeingut einfach frei zugegriffen, ja, was wir alle als einzelne Subjekte nicht dürfen. Mhm. Also wir hinken einfach in ganz vielen Fragestellungen, aber jetzt muss ich wieder dazu sagen, ich unterstreiche es, schon viel länger hinterher. Also diese Problematiken gab es ja bei Facebook schon lange Zeit, wem gehört das eigentlich, was online gestellt wird etc. Aber leider muss ich sagen, wir hinken noch immer hinterher und wir werden wahrscheinlich noch hinterher hinken, vor allem politisch. Also mir fehlt sozusagen auch wirklich die Top-Leute auch in der Politik, in der Beratung, die sagen, was sozusagen Sache ist und auch wirklich dieser Fokus auf den rechtlichen Kontext. Also wer gibt sozusagen diesen gewinnorientierten, und man muss das wirklich unterstreichen, das ist nicht für die allgemeine Menschheit da, sondern schon auch zum Machtausbau, das Recht sozusagen auf Allgemeingut einfach so frei zuzugreifen. Also warum gibt es da kein Regelwerk, keine Regulierung? Die Frau Nowotny wollte etwas dazu sagen und dann der Herr Pieringer. Ja, ich wollte zu den Investitionen etwas sagen. Mhm. Der Großteil der Investitionen kommt aus privater Hand und geht in private Firmen. Und nur damit man sich ein Bild macht von der Größenordnung, in den USA werden ungefähr 1,5 Milliarden Dollar aus öffentlichen Geldern fließen in die KI-Forschung. Und über 300 Milliarden sind privates Geld, die in private Firmen fließen. Mhm. In Europa haben wir sind nicht an der Vorfront sozusagen, das wissen wir. Die Investitionen in Europa sind aus der öffentlichen Hand ungefähr etwas weniger als in den USA. Aber es geraten die, und das schließt an, wo bleibt die Öffentlichkeit?
Das schließt auch daran an, dass viele Universitäten, öffentliche Universitäten, nicht mehr in der Lage sind, mitzuhalten, geschweige denn die notwendige Überprüfung vorzunehmen. Die Algorithmen sind im Eigentum der Firmen, sie sind nicht öffentlich. Die Daten gehören irgendwem, aber sie sind nicht öffentlich verfügbar. Und die Universitäten haben nicht die Ausstattung, den Zugriff auf diese Datenmengen zu haben. Und sie haben nicht die Möglichkeit, auch die besten Talente an den Universitäten zu halten, weil die sofort abgeworben werden, bevor sie noch ihr Doktorat abgeschlossen haben. Also da findet ein Aushöhlen auch der Freiheit der Wissenschaft. Das heißt, hier bedarf es einfach einer Regulierung. Aber wo bleibt diese Regulierung? Es bedarf der Regulierung. Ja. Also Europa ist nicht untätig, das muss man sagen. Europa gilt als Regulierungsmeister oder Vordenker. Der AI Act, wie das heißt, also das letzte Gesetzwerk, ist zurzeit im Europäischen Parlament, wird dort behandelt. Das war schon vor dem Abschluss, dann kam ChatGPT und dann haben die europäischen Parlamentarier gesagt, so Moment mal, also wir müssen das diskutieren, wir müssen das noch ändern, wir müssen das einbauen etc. Zurzeit wird diskutiert, also Copyright wird da hineinkommen etc. Aber letzten Endes, auch der beste AI-Act muss umgesetzt werden. Das beste Gesetz, die beste Regulierung muss umgesetzt werden. Das haben wir bei vielen Gesetzen. Und wie setzt man das um? Sie wissen vielleicht, also in Italien hat jetzt, da gibt es so einen Privacy-Garant, heißt das, die haben gesagt, es wurde das Recht auf Privatheit verletzt. Also für Italien gibt es zurzeit keinen Zugang. Das kann natürlich leicht umgangen werden. Inzwischen gibt es schon Plugins und so weiter. Und dann ist das halt ein Land und die anderen Länder machen nichts oder machen was anderes. Also es ist gewissermaßen das Europa, das wir kennen. It's jungle out there. Okay. Aber also es tut sich einiges, aber es ist bei weitem nicht ausreichend. Aber was mir wirklich Sorgen macht, ist, also dass die Forschung, die ja ein öffentliches Gut ist, und letzten Endes müssen wir darauf hinarbeiten, künstliche Intelligenz und was mit ihr gemacht wird, muss ein öffentliches Gut bleiben. Ansonsten sind wir wirklich ausgeliefert einigen großen internationalen Konzernen. Herr Piringer, Sie wollten etwas dazu sagen, aber ich wollte Sie auch fragen, wir sind hier im Burgtheater, wir müssen über die Kunst sprechen. Besteht eigentlich die Gefahr, das ist schon auch ein Gedanke, den ich gerne mitgeben will, dass zum Beispiel, es gibt ja nicht nur hochstehende Kunst, Hochkultur, es gibt ja zum Beispiel auch die Trivial-Liebesromane beim Biller an der Kassa, werden die künftig von der KI geschrieben? Und wird das so sein, dass die Leute, die ursprünglich die Plots erfunden haben oder Teile der Plots, nie irgendwelche Tantiemen sehen werden? Weil ich glaube, die verkaufen sich immer noch auch ganz gut. Also da ist das Monetäre tatsächlich ein Thema. Kann das so sein? Oder viele Künstler, die Musik machen, leben jetzt nicht nur von tollen Eigenkompositionen, sondern die leben auch von, ich sage es jetzt mal blöd, Aufzug- oder Kaufhausmusik. Macht das die KI? Fallen da Einkommensquellen weg? Was kommt da auf uns zu? Ja, das passt nicht gut zu dem, was ich eigentlich sagen wollte auch, weil was Liz Hirn angesprochen hat, ist, dass diese Systeme ja zum Beispiel im Bereich von ChatGPT so eine, ich würde sagen, Sprachallmende nehmen und das destillieren zu einem Geschäftsmodell. Also es wird ja schon Geld verlangt. Ich habe ja Geld bezahlt auch dafür. Und wenn man große Web-Services daraus macht, dann wird da, glaube ich, viel Geld hineingespült. Und dann ist schon die Frage, ob nicht die Leute auch entlohnt werden sollten, die ursprünglich diese Sprachwerke geschaffen haben, wovon diese Maschine trainiert wird. Und weil eben, es wird, und ich glaube schon, dass es ein bisschen so stattfinden wird, es werden ein paar künstlerische, sozusagen vielleicht auch ein bisschen Nebenjobs wegfallen, die dann vielleicht von solchen Systemen gemacht werden, wie zum Beispiel Dinge zusammenfassen, Sachen übersetzen. Jetzt vielleicht nicht literarische Übersetzungen, das wird sicher noch lang dauern, aber so Gebrauchsübersetzungen. Und natürlich wird es auch, ich denke mal, ich weiß nicht so, wie Sie sagen, triviale Literaturerzeugnisse werden leicht davon geschaffen werden.
oder auch Drehbücher für gewisse, vielleicht auch dann computergenerierte Videos, die einfach so in Massenproduktion... Rosamunde Pilcher wird ewig leben. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, sicher. Ich meine, das passiert jetzt schon. Jetzt schon wird ja schon werden viele Kulturerzeugnisse industriell hergestellt, mehr oder weniger. Da gibt es dann große Firmen, die schreiben Gags, die schreiben den Plot, die schreiben das, die kümmern sich um die Continuity und so weiter. Und das wird sicher noch mehr werden. Und dafür muss man... Wie kann man das regulieren? Ich meine, die Musikindustrie ist an ihrer eigenen Transformation fast zugrunde gegangen. Ja, ja. Also ich habe halt die Befürchtung, dass es sich ein bisschen so spalten wird. In meinem Buch schreibe ich sozusagen die Zukunft, es wird in Zukunft sein, es gibt Bioliteratur, das ist sozusagen für die Leute, die sich es leisten können. Die kaufen sich ein Buch, das von einem Menschen geschrieben wurde, vielleicht ganz schön gedruckt. Und dann gibt es die Industrieliteratur, die wird halt verhökert um 90 Cent in E-Book-Format. Mhm. Und das kann schon sein, passiert jetzt schon ein bisschen, ne? Wenn man sich so gewisse Dinge anschaut, ja, das kann man in Massen produzieren und das wird dann natürlich automatisiert werden. Mhm. Und ja, das ist Regulierung, absolut, ich bin absolut dafür. Mhm. Und die Frage, wie man es macht und wie man es umsetzt. Wie man es macht, weil es müsste ja dann natürlich eine weltweite Regulierung sein, weil ich meine, wenn wir uns jetzt anschauen, im Grunde gibt es genau eine Firma, die in wirklich Konkurrenz, die das sozusagen das marktführende Produkt hat. Ja. Es werden natürlich tausende andere angekündigt. Elon Musk zum Beispiel hat, nachdem er dieses Moratorium gefordert hat, gleich eine eigene AI-Firma gegründet, also so viel apropos zu seiner Glaubwürdigkeit. Ja. Also da werden jetzt tausende aus dem Boden schießen, aber es ist auch nicht so leicht zu machen, ne? Weil so eine Unternehmung erfordert irrsinnig viel Aufwand. Ja, weltweite Einigkeit ist nicht so unsere Stärke. Ja. Frau Bindeus, jetzt kann man sozusagen grob gesprochen sagen, Sie verdienen natürlich Geld mit der KI. Verdienen Sie Geld damit, dass Sie sozusagen Quellen verwenden, die ziehen Sie sozusagen Wissen aus der Wissenschaft ab und monetarisieren das? Ich finde, es muss sehr viel mehr über Datensätze generell gesprochen werden, weil es geht natürlich darum, es wird etwas, ChatGPT, dafür kann man ja auch schon eine Premium-Subscription zahlen und monatliche Abos quasi, aber was passiert mit den Datensätzen? Wo werden sie, wie werden sie gesourced? Wie werden sie eruiert? Wie werden sie gebrochen? Und ich glaube, da besteht eine große Möglichkeit, das auch an die Bevölkerung oder an die Gesellschaft zurückzugeben, weil was Firmen heutzutage machen, ist, dass auf freies Datengut zurückgegriffen wird, dann das Intellectual Property geschaffen wird und dann wird damit Geld gemacht. Aber die Daten selber sind ja Dinge, die zum Beispiel im Internet von anderen Leuten kreiert werden, Copyright und so weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir wirklich darüber sprechen müssen, wie Daten, also wem die Daten gehören, wie die Subjekte, die wir alle, ob wir alle sind, dann vielleicht auch einen Mehrwert dazu bekommen können, um dann auch von KI zu profitieren oder das Gesellschaft von KI zu profitieren. Mhm. Ich wollte auf einen Punkt zurückkommen, also dass man eine KI als eben, ich sage immer dieses Werkzeug, aber wenn man sagt, okay, da gibt es dieses neuronale Netzwerk, das ist diese künstliche Intelligenz, die muss gefüttert werden und dann kommt ein Resultat raus. Zum einen geht es um die Fütterung und das sind die Daten. Das kann das Internet sein, das können Kameras, das alles Mögliche. Und das ist ein riesiges Thema, das reguliert werden soll. Mhm. Dann geht es aber auch um diese Resultate, was damit gemacht wird. Um kurz auf Herr Pieringers Kommentar über die Kunst zurückzugreifen. Ich glaube, dass wir hier auch eine Möglichkeit, eine Chance haben, Kunst wirklich weiterzuentwickeln. Genauso wie als Softwares von Photoshop zu Architekturprogrammen und so weiter, die eigentlich die künstlerische Schaffen plötzlich auf ein ganz anderes Level geschafft haben. Dinge, die vorher mit der Hand gemacht wurden, sind plötzlich einfach oder waren plötzlich einfach mit einer 3D-Software oder Grafik-Software zu machen. Und jetzt mit visueller KI passiert dasselbe. Das heißt aber nicht, dass man sich jetzt als Künstler zurücklehnen muss, ach, jetzt wird meine Arbeit übernommen. Nein, es wird ein Teil geschaffen, eine Möglichkeit, etwas Neues auszumachen. Und ich glaube, dieser Gedanke, was macht man mit den Resultaten und die Resultate wirklich nur als Teil anzunehmen, um danach etwas Menschliches zu schaffen, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Mhm. Ich hätte jetzt gern, dass wir die nächste... Darf ich noch etwas? Ja. Die Bioliteratur, darf ich das noch aufgreifen? Das ist ein schönes Schlagwort, ja. Insofern, weil wir laufen Gefahr, dass wir die Ungleichheiten in der Gesellschaft vertiefen. Mhm.
bei der Literatur, Sie haben das sehr schön beschrieben, also die, die sich's leisten können, lesen noch, was von Menschen geschrieben wird. Und wir haben das schon im Bereich der Psychotherapie. In den USA, wo sich wenig Menschen, obwohl der Bedarf enorm steigt, Psychotherapie leisten können, wird KI eingesetzt. Und dann gibt es halt eine KI, mit der man reden kann, und die KI sagt einem halt dann, naja, morgen wird es dir schon besser gehen und sonst etwas. Und in Belgien ist jetzt der erste Selbstmord aufgetreten. Mhm. Das war nicht die letzte Version, sondern es war eine frühere Version, das ELISA-Programm, das aus den 60er Jahren stammt. Aber jemand hat seit Wochen nur mit dieser KI mehr gesprochen und hat Selbstmord begangen. Und das ist unreguliert. Also wir passen auf, dass Medikamente diese drei Phasen, Clinical Randomized Trials haben und so weiter. Und gleichzeitig wird die KI eingesetzt, mit Menschen zu sprechen, die ohne die schon psychisch labil sind oder schwere Probleme haben. Mhm. Und das wird nicht reguliert. Und gleichzeitig ist es eben, die sich's leisten können, mhm. gehen zu ihrem Psychiater oder ihrer Psychiaterin. Lisieren war die nächste, dann Peter Knies, aber davor hätte ich noch gerne, dass wir die nächste Folie. Ist das sozusagen dann die Zukunft? Ja? Die Zukunft der Arbeit, wenn Sie so wollen. Das ist die Person, die ihre Checklist hat und die mir sagt, wenn ich ein bisschen Frühjahrsdepression habe, macht nichts, morgen hört es auf zu regnen. Ist das so? Wird das so sein? Werden Arbeitsplätze wegfallen? Wird gar nichts kommen? Oder wird irgendwas Neues kommen? Ist das beängstigend oder ist das auch vielleicht eine Hilfe? Kann ich bei kleinen Wehwehchen sozusagen den Gang in die Ambulanz vermeiden und die KI sagt mir ja, nehmen Sie einfach eine Kopfschmerztablette oder so? Lisien, vielleicht nehmen Sie den Gedanken auch ein bisschen auf. Aber ich beginne mal jetzt mit dem. Ja. Nein, glaube ich jetzt deshalb nicht. Also zum einen mal, ich glaube, wir alle haben schon mal gegoogelt bei irgendwelchen Krankheitssymptomen, auch wenn wir wissen, es ist vielleicht nicht unbedingt leider. Genau. Die Ergebnisse sind so, dass sie sehr oft sehr verstörend und beängstigend sind und meistens die Furcht nochmal anstacheln, würde ich sagen. Ich glaube, man sterbt gleich. Genau, also man ist eigentlich immer sterbenskrank, aber das ist eh unser aller Ende. Insofern ist es nicht so dramatisch. Also wir sterben ja alle irgendwann. Aber jetzt nicht so zynisch gesagt, wenn man sich anschaut, übrigens nicht nur in der Medizin und in der Behandlung und der Therapie, sondern auch beim Lernen in der Schule, kommt noch etwas anderes dazu, das für mich da überhaupt sehr wenig Berücksichtigung bekommt, nämlich die persönliche Beziehung zu der Person, sei es zur Lehrperson, sei es zur Ärztin etc. Das heißt, ja, ich kann diese Informationen kriegen und die mögen stimmen, aber es fehlt mir die Komponente, dass diese Person und diese Beziehung etwas macht. Und jetzt sind wir wieder bei dem, jetzt kommt ein bisschen die Anthropologie rein, ja, zumindest die philosophische, wir sind schon noch mal mehr als nur eine Rechenmaschine. Das heißt, wir haben manchmal gut, manchmal schlecht, auch die Komponente, dass um gut therapiert zu werden etc., wir diese Ansprache brauchen, dass wir diese Empathie brauchen. Und da zweifle ich ganz stark dran, dass das die Maschinen leisten können, auch wenn sie vielleicht wesentlich bessere Früherkennungsmethoden haben. Also beispielsweise stellen Sie sich vor, es reicht wirklich so aus, dass diese Hautscanner Hautkrebs wesentlich besser und schneller sozusagen identifizieren können. Das ist ja wunderbar. Wir wären ja dumm, wenn wir nicht auf sowas zurückgreifen würden. Die Frage nach, was passiert mit den Daten, was passiert mit der Risikoeinschätzung, wer bekommt die, ist aber nochmal zu trennen von dem, wie schaut dann die Therapie aus, die ich dann sozusagen mit einem Arzt, mit einer Ärztin beginnen muss. Mhm. Und ob das dann funktioniert oder nicht, hängt eben nicht nur vom maschinellen Ergebnis ab, sondern eben auch von dieser Beziehung. Und die kann man eben nicht so ausrechnen. Und ich glaube, das ist sozusagen vielleicht auch noch der Rückzugsort oder das, wo man sagt, da braucht man auch noch den anderen Menschen dazu, egal wie gut und effizient die Checklists sind. Und jetzt nochmal zur Bioliteratur, mir gefällt der Begriff wirklich gut, also er ist total dystopisch, aber er trifft ziemlich auf den Punkt. Es zeigt schon an, dass wir da auch als Handelnde gefragt sind, welche Literatur wir lesen, welche kulturellen Aktivitäten wir tun. Also zu sagen, das andere darf es nicht geben, weil sonst werde ich in Versuchung geführt und das ist billiger, ich könnte mich auch dagegen entscheiden. Ja, das ist jetzt nicht sehr modern, aber dennoch könnte ich einfach sagen, das mache ich jetzt nicht, ich möchte Literatur von echten Menschen lesen. Und jetzt kommt mein Hoffnungsschimmer da auf oder das, mit dem ich gar nicht mehr gerechnet hätte, nämlich jetzt abseits von Deepfakes und all diesen künstlich erzeugten Produkten ist vielleicht diese leibliche, körperliche Präsenz plötzlich wieder en vogue, weil das ist dann meine einzige Garantie,
die, dass es wirklich dieser Politiker ist, dass der so ausschaut, dass der das sagt und ich sehe es auch noch und kann das live bezeugen. Also ich würde mich gar nicht wundern, wenn plötzlich wir wieder zurückkommen zu etwas, also statt Fortschritt sozusagen diesen Rückschritt in diese leibliche Gegenüberstellung von Angesicht zu Angesicht, die mir als eigentlich nur die einzige Garantie ist, dass es wirklich passiert oder dass das nicht gefaked ist von irgendjemandem. Peter Knees wollte noch was sagen und zusätzlich darf ich Sie noch was fragen, weil es auch die Maya Bindeus angesprochen hat. Sie lehren an der Universität. Wie wird denn die Bildung künftig ausschauen? Da reden wir noch einmal. Weil da reden wir noch mal. Reden wir anders mal drüber. Was wollten Sie replizieren? Ich wollte zu den Berufsbildern und zu den sich ändernden Tätigkeiten sagen. Das ist natürlich das, was passieren wird. Es redefinieren sich einfach die Tätigkeiten und die Berufsbilder auf die Art und Weise. Es wird halt einfach, Teile davon werden weggenommen. Und in dem Zusammenhang ist mir dann auch noch eine andere Definition von Intelligenz eingefallen, die eigentlich am Anfang auch gut gepasst hätte, die aber interessanterweise auch aus der Informatik herkommt, nämlich da gibt es diesen AI-Effekt von Larry Tesla, der vor ein, zwei Jahren gestorben ist, Microsoft-Mitarbeiter, der hat gesagt, Intelligenz ist alles das, was die Maschine nicht kann. Das heißt, der Intelligenzbegriff wird eigentlich immer ein geringerer. Ja? Also wenn man sich anschaut, was die Maschine jetzt alles mehr kann und mehr und mehr und mehr, wird das, was uns bleibt als Menschen, was Intelligenz ist, eigentlich immer weniger. So gesehen, vielleicht geht es dann wieder Richtung Embodiment und das, was einem wirklich bleibt als, und Empathie und all diese Dinge, die halt die Maschine noch nicht kann. Das erfüllt aber dann auch wiederum sozusagen diese Definition, was macht uns menschlich wiederum aus dieser Sichtweise. Natürlich ist es auch verstehe ich auch, dass Leute Angst haben, wenn das sozusagen der Mechanismus ist, nachdem man sich das anschaut, dann ist die Frage, was bleibt mir jetzt eigentlich noch? Was bleibt uns noch als Mensch über? Nicht? Wenn die Maschine jetzt so gut ist in all diesen Bereichen, das ist in einer Form auch schon eine Kränkung, wenn die Maschine plötzlich viele Dinge kann, von der man geglaubt hätte, das kann sie nicht. Das war sozusagen über all die Jahre und Jahrzehnte hat man sich gesagt, naja, ist halt ein Blechtrottel, kann halt nichts, ne? Kann halt gut rechnen, aber sonst nichts. Jetzt kann die Maschine einiges, wer ist jetzt der Trottel? Ne? Das ist so ein bisschen, was da mitschwingt. Ne? Okay, aber so, wer ist jetzt der Trottel? Also wie geht es weiter mit der Bildung? Mit der Bildung, genau, guter Übergang. Natürlich wird das einen enormen Einfluss darauf haben, wie Bildung stattfindet und wie Lernen stattfindet. Das ist einfach ein wichtiges Tool. Das kann einerseits natürlich sozusagen viel an Vorgaben, an Beispielen generieren, um sozusagen Schülern, Studenten etc. halt einfach zu sagen, so sollte das ausschauen, so macht man eine Zusammenfassung. Das ist die eine Sichtweise. Ich glaube, es wird sich einfach die Anforderung ändern und auch da wird das Persönliche wiederum stark in den Vordergrund rücken. Also man wird einfach schauen, dass die Zeit, die man beispielsweise in der Schule verbringt, dafür zu verwenden ist, dass man halt mit den Leuten tatsächlich auch interagiert und auf der persönlichen Ebene Kompetenzen vermittelt, während andere Dinge vielleicht automatisch abgeprüft werden können oder sozusagen auch nicht mehr diese Relevanz haben, weil auch dann diese Fähigkeiten, wie beispielsweise Zusammenfassungen zu schreiben, vielleicht nicht mehr diesen Stellenwert haben werden, weil das die Maschine kann. Wichtig ist es trotzdem, dass es sozusagen eine gewisse Phase gibt in der Bildung, wo diese Tools nicht verfügbar sind, wo man das halt selber lernen muss auch. Es sind Kompetenzen, die muss man quasi sich selber erarbeiten. Ob man sie dann im Rest des Lebens permanent ausüben muss, ist dann eine andere Frage. Aber das hieß ja natürlich, dass wir unsere Lehrpläne komplett ändern müssen, oder? Ich meine, eine vorwissenschaftliche Arbeit schreiben oder auch nur ein Referat über ein Buch, das wir gelesen haben, das kann sehr gut gefaked werden. Das ist ja das, was jetzt in der Praxis gerade von einigen Schülerinnen und Schülern, die zum Beispiel ich kenne, durchaus ausprobiert wird. Also ich denke, dass es können, eine vorwissenschaftliche Arbeit zu schreiben und eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben, wirklich eine nützliche und sehr erfüllende Sache auch sein kann. Ja, das sollte man nicht jetzt irgendwie geringschätzen, dass das alles nur immer lästig ist. Aber ich glaube, dass generell diese Tools auch eine große Chance bieten, weil sie tatsächlich in einer gewissen Weise auch Partizipation ermöglichen. Es kann schon sein, dass Leute aufgrund von, sag ich mal, von Stil, von Form, vielleicht von Sprache, bis jetzt auch vom Bildungsprozess eher ausgeschlossen gewesen sind und nicht die Chancen gehabt haben, wenn diese Tools sozusagen diesen Teil wegnehmen, weil das nicht mehr relevant ist, dann glaube ich, kann das durchaus auch dazu führen, dass mehr Chancen da sind für andere Gruppen auch noch, die es bis jetzt nicht gehabt haben. Herr Piringer wollte was sagen und Frau Pindeus? Ja, ich wollte noch ein bisschen auf das antworten, was Liz Hirn gesagt hat, was sie so Fortschritt, Rückschritt, was darum gegangen ist. Und vielleicht ist das eh auch das, was ich
ein bisschen für mich herausgefunden habe. Vielleicht ist sozusagen das, was wir geglaubt haben, was sozusagen gute Literatur ist oder was sozusagen das Merkmal guter Literatur oder spannender Literatur ist, vielleicht nicht das, was ich bis jetzt geglaubt habe. Vielleicht ist das reine Formulieren nicht das sozusagen das genuin Menschliche, das kann vielleicht die Maschine übernehmen. Aber was sie nicht übernehmen kann, ist darüber hinausdenken, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht übernehmen kann, noch einmal ums Eck denken, vielleicht einen neuen Stil erfinden, weil wenn man sich die ChatGPT-Texte anschaut, ich habe auch ein paar so Tests gemacht, ob ich erkenne, ob das von Menschen oder von Maschine geschrieben worden ist, und dadurch, dass ich mich viel beschäftigt habe, war ich relativ gut, das zu erkennen, das hat einen gewissen Stil, und auch diese Mid-Journey-Bilder, wenn man 30 gesehen hat, Ästhetik, ja? Dann weiß man, dass das davon ist, und da muss man vielleicht einfach noch ein bisschen weiterdenken, um eben nicht solche Dinge zu kreieren. Und natürlich, vielleicht ist es auch die Stunde der experimentellen Kunst. Wir müssen einfach noch einmal drüber nachdenken und noch einmal ums Eck denken. Und das kann eine Chance sein. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Ansage von mir, aber weil ich schon lange drüber nachdenke, vielleicht freut mich das deswegen ein bisschen. Aber das kann natürlich die Kunst auf eine andere Stufe bringen. Ob das vielleicht in anderen Arbeitsbereichen so ist, weiß ich nicht. Kann auch sein, aber kann natürlich die... Als Journalistin hoffe ich auch vielleicht für den Journalismus. Das wäre schön. Die Frau Pindeus wollte etwas dazu sagen. Ja, im Internet kursieren ja wilde Dinge und Annahmen momentan, also natürlich von ChatGPT ausgelöst, man wird keine Texte mehr verfassen müssen, in der Schule wird das alles nicht mehr notwendig sein und so weiter. Und es ist halt wieder diese Halbkurve, das ist wieder ein gutes Zeichen dafür. Und es ist eigentlich wirklich schlichtweg blöd und Bekenntnis für die Faulheit der Menschen sehr oft, oder? Das ist natürlich, wenn es einen Shortcut gibt, dann werden das Leute gerne nutzen, bis dann es verbannt wird, verboten wird, vielleicht in einer gewissen Altersstufe in der Schule, was ich auch sehr wichtig finde, ehrlich gesagt, einfach, dass dieses Schreiben, abstrakte Konzepte verfassen, gelehrt wird, weil ansonsten wird man nie mit KI umgehen können, weil ansonsten gibt man sich ja dann quasi sein Urteil selber auf. Aber dann glaube ich, dass KI in der Schule oder in der Ausbildung genutzt wird, ist auch unglaublich wichtig, weil ich doch glaube, dass die, was auch immer die Jobs, die damit auch entstehen werden, da kann man wieder wild spekulieren, aber sehr viel, wie vorhin gesagt hat, jetzt auch geht um die Interpretation, oder? Also man wird etwas bekommen, es kann vielleicht ein Textvorschlag sein, ein Bildvorschlag und was auch immer sein mag, ein Diagnosevorschlag, aber man muss dann damit weiterarbeiten, ob es dann um die persönliche Interaktion geht, ob es darum geht, diese Daten zu interpretieren und zu urteilen, und das muss schon gelehrt werden, weil ansonsten wird das unglaublich schwierig sein, und man läuft dann natürlich in das Risiko auch rein, dass man das dann einfach als wahr annimmt. Und das einfach, das ist das Resultat, das nehme ich. Und ich glaube, dieses Weiterdenken muss gelehrt werden. Frau Hirn, eine Frage noch zusätzlich an Sie. Ist es vielleicht auch so, dass diese Aufregung, die jetzt herrscht durch diese Entwicklungen der künstlichen Intelligenz, dass das auch deshalb ist, weil jetzt plötzlich sogenannte White-Collar-Jobs betroffen sind? DesignerInnen, ArchitektInnen, JournalistInnen und so weiter und so fort, Kreative, die jetzt das vollziehen, was Blue-Collar-Worker schon längst schmerzhaft durchleben mussten? Also ich würde eher mehr in die Richtung gehen von dieser Kränkung. Wir haben es mit einer neuen Kränkung zu tun, und zwar nämlich jetzt menschlich gesehen in dieser Vorstellung, unsere Kreativität, unsere Denkfähigkeit sozusagen steht jetzt endgültig auf dem Spiel. Jetzt würde ich es relativieren wollen mit dem Taschenrechnen und ein bisschen auf die Bildungsthematik eingehen. Ja? Also keine Frage, dass ich der Meinung bin, man sollte sozusagen gewisse Grundkompetenzen in der Schule lernen, und zwar wirklich unabhängig von irgendwelchen digitalen Medien, also zum Beispiel Rechnen. Würde aber nicht dafür argumentieren, dass wir jetzt, weil wir uns bedroht fühlen müssen, jetzt nicht mit Taschenrechner rechnen. Ich rechne immer nach. Ja? Also so viel vertraue ich mir nicht, vor allem wenn es wirklich große Zahlen und komplexe Rechnungen sind. Aber deshalb würde jetzt keiner sich so selber in Frage stellen. Also ich finde auch interessant, wie sehr wir uns von dieser künstlichen Intelligenz, ich finde das Wort auch nicht geglückt, ich verwende es jetzt der Einfachheit halber, aber in Frage gestellt führen. Also auf was haben wir eigentlich unser Menschsein oder unser Verständnis vom Menschsein aufgebaut? Das würde ich jetzt mal optimistisch als Chance sehen, zu sagen, okay, womit haben wir es jetzt eigentlich zu tun und was sind wir da jetzt eigentlich? Wir hatten das nach Freud und dem Unbewussten, wir hatten das, nachdem sich Weltbilder und Kosmologien geändert haben, jetzt haben wir es mit der künstlichen Intelligenz. Also warum nicht das, was vor uns auf dem Tisch liegt, jetzt wirklich ernsthaft angehen? Das hieße aber auch, künstliche Intelligenz nicht zu überschätzen, sondern ernst zu nehmen.
Und das finde ich, diese zwei Worte machen einen großen Unterschied, weil überschätzen hat immer damit zu tun, wie wir es im Moment bewerten, welche Geschäftsinteressen reinkommen. Ernst nehmen heißt, okay, was kann ich jetzt mit der akut tun, wem ist sie wirklich vom Nutzen? Und ich kann mich an ein Beispiel erinnern, das mich schon irgendwie irritiert hat. Digitale Bildung in Volksschulen heißt, man hat ein Lesebuch zum Lesen lernen und unten steht dann in der Weiterbehandlung der Thematik, schaue in anderen Büchern nach oder recherchiere im Internet mit einem Erwachsenen. Punkt. Also das ist für mich nicht digitale Bildung, wenn der Vorschlag ist, ich sollte einfach mit einem Erwachsenen dann im Internet den Begriff Schneeleopard googeln. Ja, also da sehe ich einfach, sind wir auch in dem Bildungsverständnis und dem, was das eigentlich ausmacht, weit hinten nach. Also wir nehmen es überhaupt nicht ernst, was damit gemacht werden kann, sondern glauben, dass es reicht, wenn wir da mal im Internet recherchieren oder ein Bild von künstlicher Intelligenz erstellt, einbaut. Ja, also das ist es nicht. Aber ich bin absolut der Meinung, dass man sensibilisieren sollte. Die Frage ist eher, und ich würde das ganz stark auch mit der Gehirnforschung abstecken wollen, ab welchem Lebensalter ist das wirklich auch zumutbar? Also welche Fähigkeiten, auch körperliche Fähigkeiten, müssen vielleicht vorher entwickelt werden, auch vielleicht psychische, damit man dann umso besser damit umgehen kann. Also nicht technikfeindlich, sondern was ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, um wirklich das ernst zu nehmen und damit anzufangen? Mhm. Herzlichen Dank dafür. Ich möchte gerne ein weiteres Thema adressieren, das wir schon so ein bisschen mitgenommen haben, aber das wir extra behandeln müssen. Und das sind die möglichen Gefahren für die Demokratie. Das ist schon in verschiedenen Publikationen und von verschiedenen Kritikerinnen und Kritikern immer wieder angesprochen worden. Es gibt den sogenannten AI-Bias, also das heißt, dadurch, dass die künstliche Intelligenz von bestimmten Experten, meistens männliche, weiße, gefüttert wird, dass es ein bestimmtes Weltbild möglicherweise transportiert wird. Es besteht die Gefahr von Ausbeutung von Ressourcen und von menschlicher Arbeitskraft. Es besteht aber auch eine ganz unmittelbare Gefahr für die Demokratie durch Deepfakes. Vor einigen Wochen sind sehr hübsche Bilder aufgekommen. Barack Obama und Angela Merkel sitzen an einem Strand und bauen eine Sandburg. Oder sie fahren gemeinsam mit der U-Bahn. Das waren sehr nette, freundliche, lustige Bilder. Wir haben uns das angeschaut, wir im Standard, wir wussten natürlich, das wird wahrscheinlich so nicht ernst sein. Wir fanden es irgendwie nett und haben darüber geplaudert. Ich glaube, wir haben auch was darüber geschrieben. Aber es war irgendwie allen so ein bisschen klar, okay, das ist nicht echt. Dann kam die Geschichte auf, eben die zunehmenden juristischen Probleme des Donald Trump. Und dann kam auf einmal dieses Bild auf. Bitte die nächste Folie zeigen. Nein, das ist falsch. Das nächste, das. Und das ist dann schon in einer Zeit, wo wir alle gerade journalistisch uns damit befassen, kommt Donald Trump möglicherweise ins Gefängnis oder nicht, taucht so ein Bild auf. Und dieses Bild ist jetzt eigentlich von der Ästhetik her, da muss man schon sehr genau hinschauen, um zu sehen, dass es ein KI-Bild ist. Aber was tun wir dagegen, dass wir dann möglicherweise beeinflusst werden oder manipuliert werden sogar von solchen Bildern, von Deepfakes, von Behauptungen, die so nicht stimmen. Ich denke, darüber müssen wir jetzt sprechen. Frau Nowotny, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Also was diskutiert wird, ist, ob man auf technischer Seite Wasserzeichen einbauen kann. Mhm. Die zeigen, woher kommt das Bildmaterial, hat viele Probleme, ist auch keine Lösung. Wie alle technischen Lösungen, in der Regel sind es halt technological fixes, die das wahre Problem nicht angehen. Mhm. Und das wahre Problem ist die Fragilität unserer demokratischen Institutionen. Mhm. Und wir erleben das ja jetzt in den USA ganz dramatisch, also die Polarisierung, wie weit die fortgeschritten ist. Mhm. Wir haben jetzt mit den Leaks, die aufgetreten sind, dieser geheimen Dokumente, geheim klassifizierten Dokumente, dieser vielen Chatrooms, also das sind abgeschlossene Zirkel, in dem Fall von jungen Waffennarren, jungen Männern, die an Gott glauben und an Waffen,
und die sich gegen, die glauben, sie können sich über alles hinwegsetzen. Mhm. Und wie geht man damit um? Das ist eine offene Frage. Ich habe darauf auch keine Antwort. Aber es braucht eine Stärkung. Was haben wir eigentlich an liberalen Demokratien? Warum schätzen wir das? Weil wir vorher von Regulierung gesprochen haben. China reguliert. Und reguliert so, dass sogar das sogenannte Alignment, also das Zusammenführen von Menschen, wir sprechen dann immer, also unsere menschlichen Werte müssen eingebaut werden. In China passiert das, weil es gibt die von der Kommunistischen Partei Chinas vorgegebenen Werte. Und die werden in die KI eingebaut. Punkt. Und na, diese Art von Regulierung wollen wir wohl nicht. Die wollen wir nicht. Daher müssen wir uns überlegen, was ist uns unsere Demokratie wert und was müssen wir tun? Und das kann auch mit physischer Präsenz zusammenhängen, dass wir uns eben nicht weiter zurückziehen. Und jeder hängt halt dann isoliert in irgendeinem Kämmerchen oder in kleinen Verschwörungszirkeln und schottet sich ab von allem, was draußen vor sich geht, kann überhaupt nicht mehr mit anderen Menschen reden, weil man die Meinung des anderen nicht mehr akzeptieren kann. Also es fehlt uns ein öffentlicher Diskussionsraum auch, in dem wir uns austauschen können, in dem auch Kompromisse geschlossen werden können. Und Kompromisse sind für mich ein Teil des demokratischen Selbstverständnisses. Wenn es keine Kompromisse mehr geht, dann können wir uns entweder die Schädel einschlagen oder jeder zieht sich halt dann in ein Chaos zurück. Also das sind ernste Fragen, das sind die Folgen, die ernstzunehmenden Folgen, wenn man die KI ernst nimmt. Frau Pinteos. Ja, ich war Frau Nowotny auch hier zu antworten. Es geht dann auch, was Sie China erwähnt haben. China und die USA sind wahrscheinlich die zwei großen Entwickler von künstlicher Intelligenz und jetzt sind wir in Europa, wollen regulieren, aber woher kommt denn die KI, die wir dann quasi einkaufen und auch regulieren wollen? Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Aber wenn in die KI schon gewisse Werte eingebaut sind, das sind sie natürlich, weil es sind ja die Datensätze, die aufbereitet werden und die dann in die Algorithmen eingeführt werden. Kaufen wir dann chinesische KI ein, die wir dann auf europäische Werte quasi ummünzen oder US-amerikanische, die dann von diesen 5, 10 Firmen entwickelt werden? Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, vor allem wenn es um Regulierung und Entwicklung geht, dass man auch Entwicklung hier fördert. Der andere Punkt war zu den Deepfakes. Es entsteht eine ganz neue Art der Kriminalität und das ist ja auch klar irgendwo. Es ist neue Technologie und das wird natürlich ausgenutzt. Und es ist Deepfakes als Kunstform, ist unglaublich interessant. Was kann man an algorithmischer Kunst schaffen? Aber dann Deepfakes, die Desinformation schüren, sind ein riesiges Problem für die Demokratie. Aber es ist auch klar, dass es passieren wird, weil es einfach für alle erreicht. Man muss auf Midjourney gehen, die richtigen Schlagwörter eingeben und fertig. Und da entsteht auch natürlich auch ein neuer Berufsstand, nämlich wie Cybersicherheit und wie bekämpft man Deepfakes. Also das ist nochmal eine ganz neue Jobsparte, die jetzt entstehen wird und die sehr, sehr viele Menschen brauchen wird. Also zum aber ist nicht das Problem, Teil, dass wir da immer sozusagen dann in der Reaktion hinterherhinken? Das ist leider das Problem mit technologischer Entwicklung und irgendwie haben wir das noch nicht geschafft in allen Jahren oder Jahrzehnten, weil natürlich so viel im Geheimen entsteht. Und das ist eine, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Sache, vor allem wenn Firmen entwickeln, weil natürlich viel Geld reingepumpt wird, geht es natürlich darum, etwas geheim zu halten, bis es dann gelauncht wird. Wie zum Beispiel ChatGPT, plötzlich offen und jeder spricht darüber. Und somit hinkt die Regulierung immer nach. Ich glaube, die Sache ist, können Staaten schnell adaptieren. Ich glaube, es wird schwierig, nicht nachzudenken, also sie übernehmen, sind wirklich maßgeblich an der Entwicklung beteiligt. Aber wie können sie auch schnell adaptieren? Der AI Act 2021 wurde da ja vorgeschlagen, ist noch nicht umgesetzt. Es wird jetzt neue Iterationen, neue Versionen und das wird wieder ein Weilchen dauern. Und bis dahin haben wir nicht nur Chatbots, vielleicht visuelle Sachen und ganz viele Dinge, die uns dann wieder nicht ermöglichen, um par mit der technologischen Entwicklung zu stehen. Herr Knees. Ich würde gar nicht sagen, dass das ein großes Problem ist, dass Regulierung immer hinten nach. Ich meine, natürlich ist das ein Problem. Natürlich wäre man gern vorhin klüger und weiß schon, alles zu verhindern, was passieren kann. Aber das ist halt so. Es gibt ja das Sprichwort, aus Schaden wird man klug, dann sollte man halt auch zumindest klug werden draus.
Und so gesehen dann zu sagen, naja, aber regulieren kann nicht die Lösung sein, weil man ist immer nur hinten nach. Ja, dann ist man halt hinten nach, muss es trotzdem regulieren, damit es nicht wieder passiert. Das ist schon notwendig. Ich glaube auch, dass die EU an sich einen guten Ansatz verfolgt. Ich glaube, dass der AI-Act ist ein sehr schwieriges Thema, das zu fassen, das zu definieren. Alles heißt, dieser risikobasierte Ansatz, den Sie wählen wollen, dass halt manche Dinge wie Gesichtserkennung und Überwachung und so weiter besonders unter Beobachtung ist, wenn nicht sogar verboten, und dass es halt andere Anwendungen gibt, die weniger riskant sind, was die Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf die einzelnen Menschen betrifft. Das so einzuschätzen, finde ich interessant, finde ich, so wie sich es darstellt, eigentlich ganz gut gelungen. Ich finde auch gut, dass ein Teil davon ist, diese Verpflichtung, diese Transparenz einzuführen, dass ich mich mit einer KI unterhalte beispielsweise, einem Chatbot, oder was wurde von einer KI generiert. Das ist jetzt noch kein Watermarking, das ich technisch wirklich irgendwie überprüfen kann, aber zumindest diese Verpflichtung einmal zu machen, das wird schon viel ändern. Also die rechtliche Basis und den Rahmen zu setzen, das wird Firmen dazu zwingen, auch entsprechend sich umzustellen und anzupassen. Man hat es gesehen bei der Datenschutzgrundverordnung, hat man auch nicht gewusst, was soll das jetzt werden, kann das irgendwas, kann das irgendwie funktionieren? Naja, es haben alle darauf reagiert, und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und eigentlich ist da sozusagen, also in den USA schaut man gespannt drauf, was Europa macht, weil dort ist so die Idee, dass man regulieren könnte, irgendwie eine Utopie, ne, dass es überhaupt möglich wäre. Mhm. Aber auch dort kommt, das ist ein großes Interesse da, was kann man tun und was macht Europa. Also ich glaube, dass der europäische Weg, hier eine Regulierung vorzuschlagen, die wird sicher angepasst werden müssen, die muss dann halt durchexerziert werden und so weiter, das braucht ja Zeit, aber prinzipiell nichts zu tun wäre auf jeden Fall der falsche Weg. Mhm. Frau Hirn, einen Gedanken noch dazu vielleicht. Ich meine, wir haben auch das Problem, okay, es wird dann reguliert und im Nachhinein schaffen wir vielleicht einen Weg, wie wir sozusagen kriminell intendierte Deepfakes bestrafen, aber dann ist sozusagen die Message in der Welt. Viele Leute haben es schon bereits geglaubt. Ist das nicht ein großes Problem? Ja, aber wir hatten das ja vorher auch schon. Also jetzt das ist nicht im genau, also dass es Probleme gibt, auch seit Buchdruck etc. Was ist, wenn wir also neue Medien haben, die transportieren dann Dinge, die auch Falschmeldungen sind, das ist ja auch nichts Neues. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher mit der Aussage, ja, aus Schaden wird man klug. Also bei uns scheinbar trifft es nicht zu, jetzt als Spezies, muss ich sagen. Meine ich jetzt aber gar nicht so lustig, sondern die Frage zum Beispiel mit den Ressourcenverbrauch, die wir noch nicht hatten, da geht es ja auch um Gerechtigkeit, beispielsweise Klimagerechtigkeit. Ja. Das ist eine ziemlich wesentliche Frage. Wir wissen es auch, wir wussten es auch schon mit Einführung des Internets, also die Energiekapazitäten, dass das mehr und mehr braucht, dass wir da in einem Engpass reinkommen könnten, das hat sich zugespitzt, das wissen wir. Jetzt, wenn China entwickelt, wenn die USA entwickelt, wenn sich das wirklich breit ausrollen lässt, wird das unglaubliche Energiekapazitäten und einen unglaublichen Ressourcenverbrauch bedeuten. Das heißt, das wissen wir alles jetzt und trotzdem hinken wir hinterher. Also ich würde sagen, wir sind so klug, dass wir sehen, aber wir tun nichts. Oder vielleicht sind wir dann unklug, weil wir nicht richtig danach handeln. Also deshalb würde ich das jetzt nicht so durchgehen lassen. Natürlich, die Zukunft ist ungewiss. Wir wissen nicht, welche globalen Situationen, geopolitischen Situationen jetzt noch direkt auf uns zukommen können. Aber das wissen wir schon. Also rein technisch gesehen wird das mehr Ressourcen brauchen und wir müssen irgendwie dazu kommen. Wir sehen, dass einige von diesen Veränderungen dann stärker betroffen sein werden. Also jetzt zum Beispiel klimatisch etc. Also es gibt diese Ungerechtigkeiten schon, die werden sie wahrscheinlich dadurch verstärken. Jetzt ist die Frage, da gibt es auch kein globales Handbuch sozusagen, wie gehen wir damit um, wie entschädigen wir etc. Also ich finde, da gibt es total viele Leerstellen und ich habe manchmal den Eindruck, es geht unter, indem man sagt, nein, das ist halt der Fortschritt. Und das finde ich gefährlich. Ja? Also ich bin absolut dafür, dass wir KI natürlich nutzen und auch klug nutzen, aber ich habe manchmal den Eindruck, durch diesen Hype, durch dieses Angstmachen etc., durch diesen Fortschrittsgedanken, man darf da auch nicht dagegen sein, sonst verliert man den internationalen Wettbewerb, wird ganz viel anderes ganz vergessen, viel, was sozusagen unser Zusammenleben noch zusätzlich gefährden könnte. Also das ist sozusagen nur ein kleiner Teil, die Deepfakes, aber es könnte noch zu ganz anderen Problematiken kommen. Tun wir mal die nächste Folie, damit man nicht ständig den Herrn Trump anschaut. Herr Bieringer wollte was sagen. Ja, ich wollte noch was sagen. Ich meine, die Deepfakes sind ja das eine Problem, ne, dass man sozusagen gefälschte Bilder in die Welt bringt. Aber das andere Problem ist ja, dass gleichzeitig auch sozusagen die echten Bilder eigentlich an Glaubwürdigkeit verlieren, oder? So wie die Verschwörungserzählungen, Erzähler eine Verschwörungserzählung erfinden und gleichzeitig sagen, aber die sogenannten Systemmedien lügen alle. Ne? Das wird wahrscheinlich auch stattfinden, ne? Dass Videos und Bilder einfach
generell angezweifelt werden können, mhm, und sagen, ja, vielleicht ist das auch ein Deepfake, nur halt nicht deklariert. Ja, ja. Oder ein System-Deepfake sozusagen. Da gibt es sicher ein großes Problem, das, ja, vor allem mit dem auch Journalistinnen und Journalisten, ja, alle Medien weltweit kämpfen, seriöse Medien. Frau Nowotny. Ja, ich ziehe den Schluss für mich, worauf es jetzt ankommt, ist vor allem so, uns zu wehren gegen diesen technologischen Determinismus. Die Technik ist nicht aufzuhalten, sei das Fortschritt, sei das internationaler Wettbewerb, was immer dann als Argumente kommen, und wir sind dem wehrlos ausgeliefert. Mhm. Und dem muss man aktiv entgegenwirken. Die Zukunft, mhm, ist ungewiss, aber es geht darum, um unsere Handlungsfähigkeit zu bewahren, nicht die Kontrolle abzugeben, aber auch nicht in die Illusion zu fallen, wir hätten keine Kontrolle, denn wir haben noch Handlungsspielraum. Mhm. Und den muss man nutzen, um Institutionen zu stärken, von denen wir und sie auch zu befähigen. Ich meine, wir sehen es ja in den Schulen, das wurde schon angesprochen, nicht? Also was ist zu tun, damit unsere Lehrer und Lehrerinnen so agieren, wie beschrieben, nicht? Also wir wissen ja, wie man Kindern in einer kreativen Weise weiterhelfen kann. Oder auch bei der Kunst habe ich am wenigsten Befürchtungen. Mhm. Also die Kunst hat diesen kreativen Funken genauso wie in der Wissenschaft. Die Wissenschaft wird enorm profitieren davon. Mhm. Aber es geht um die Gesellschaft. Und, mhm, da muss man sozusagen das stärken. Die Technik ist nichts, dem wir ausgeliefert sind. Wir haben die Möglichkeit zu handeln und wir müssen zum Teil wahrscheinlich auch neue Institutionen erfinden. Mhm. Wir haben vorher von Regulierung, mhm, gesprochen. Vielleicht unsere Art der Gesetzgebung. Regulierung hinkt immer nach. Es, mhm, ist ein bisschen wie Achill und die Schildkröte, nicht? Also technische Entwicklung ist einfach schneller. Aber vielleicht müssen wir uns davon lösen, man macht ein Gesetz, das Gesetz gilt dann für ein paar Jahre und dann macht man halt ein paar kleine Änderungen und so weiter. Das funktioniert dann nicht mehr. Gibt es die Möglichkeit, Gesetze zu machen, die sozusagen laufend, am laufenden Veränderungen, mhm, vornehmen? Also wir brauchen auch mehr Fantasie, mhm, wie wir damit umgehen und das zum Besseren wenden können. Das ist vielleicht ein interessanter Aspekt bei Demokratien. Ja? Also jetzt von der Funktionsweise her ist ja eines der großen Probleme, dass sie, das meine ich jetzt nicht negativ, das klingt jetzt paradox, dass sie ineffizienter sind, sie brauchen länger. Das ist jetzt bei diesen technischen Entwicklungen oft ein Nachteil, weil je autoritärer, desto schneller kann auch sozusagen ein kleines Gremium eine Person bestimmen. Ja? Aber das könnte man ja auch zu einem Vorteil nehmen, insofern, dass man wirklich verschiedenste Blickwinkel und jetzt nicht die Wirtschaft nur zu Wort kommen lässt oder die Konzerne, sondern wirklich das auch breit diskutieren kann. Also wenn wir da schon ineffizient sind, unter Anführungszeichen, dann wäre es ja gut, diese Ineffizienz sozusagen zu nutzen und, mhm, möglichst viele Player an den Tisch zu holen, die, mhm, auch die Bedenken adressieren. Also ich glaube, auch, mhm, das wird wesentlich sein. Jetzt nicht im Sinne von Angst, sondern wirklich, was ist bedenklich daran und was sollten wir bedenken? Ich würde das Thema Angst bzw. Faszination jetzt zum Abschluss noch gern mal ansprechen. Also wir sehen hier, wir spiegeln uns sozusagen mit unseren Erfindungen ein bisschen selbst. Woher rührt denn die Faszination des Menschen, eine ihm ebenbürtige Kreatur, sage ich jetzt mal, zu schaffen? Das ist ja ein uralter Mythos. Beginnt beim Golem, über den Frankenstein bis hin zum, wie heißt er? Arnold Schwarzenegger. Terminator. Natürlich der. Und gleichzeitig haben wir die Angst, haben wir natürlich auch die Angst, irgendwie, dass uns diese von uns geschaffene Kreatur möglicherweise sogar vernichtet. Woher rührt das? Woher kommt das? Also ist vielleicht das, was wir alles hier jetzt gerade besprochen haben, hat das gar nicht so sehr mit verschiedenen wirtschaftlichen Interessen, mit Ideologien zu tun, sondern so mit so etwas wie einer Urangst oder Urfaszination des Menschen. Ich glaube, ich fange jetzt mit der Lisian an. Ich glaube, ich würde diesen Mythos gar nicht beschwören wollen. Also, und ich bin auch, mhm, nicht sicher, ob es um Ebenbürtigkeit geht. Ich kann mich erinnern an ein Zitat von Aristoteles, das der Bola Fark in seinem Buch Recht auf Faulheit bringt, das übrigens
Marx, der sein Schwiegervater war, überhaupt nicht mochte. Und diesem Recht auf Faulheit zitiert er also Aristoteles, der eben beschreibt, und irgendwann kommt die Zeit, wo dann die Maschinen sozusagen alles abnehmen und endlich ist der Mensch befreit, kann tun, was er will, und schaffend und schnaufend machen das die Maschinen. Also es gibt auch den Mythos oder diese Vorstellung, okay, diese Maschine als Befreier des Menschen und endlich kann er sich Wesentlicherem zuwenden. Insofern bin ich immer belustigt, dass wir so wahnsinnig Angst haben vor den Maschinen, die uns dann quasi nutzlos machen. Und ich frage mich dann immer, warum haben wir eigentlich keine Antwort auf die Frage, was können wir Besseres mit der Zeit machen? Also wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Geräte, Maschinen mir mein Leben erleichtern, ich möchte diese Arbeit nicht tun. Ja, also ich rede jetzt nur von Waschmaschine bisher. Also sie erleichtern uns viel. Die Frage ist, wissen wir wirklich nichts Besseres mit der Zeit anzufangen? Wir könnten an der Demokratie arbeiten. Oder an so Dingen wie Forschung und Kunst oder wie auch immer. Oder von mir aus auch sowas wie Muße haben. Aber das scheint uns sehr bedrohlich zu sein. Und ich frage mich, ob das nicht auch aus dieser Ideologie der Geschäftigkeit herkommt. Wir empfinden uns dann als sinnvoll, wenn wir ständig arbeitsam sind, wenn wir uns sozusagen vor den anderen rechtfertigen können. Mhm. Und dann passiert es zum Beispiel, dass wir publizieren um des Publizierens willen. Und wir sehen jetzt, das kann die Maschine also auch. Das ist jetzt nichts wirklich genuin Menschliches oder Außergewöhnliches. Ob das nicht eigentlich viel mehr uns zu denken geben sollte, ob dieser Mythos nicht einfach falsch ist. Mhm. Also ob wir nicht den Mythos oder vielleicht eine andere Geschichte brauchen, die sagt, ja, wir setzen das gezielt als Handelnde ein, diese Maschinen, und sind uns aber auch bewusst, dass wir letztlich die Verantwortung dafür tragen oder dass wir nicht die letzte Verantwortung abgeben können. Mhm. Aber das ist ja ein gewagter Mythos. Aber ich glaube nicht an die Ebenbürtigkeit. Ich glaube, dass wir die Maschine schon als etwas sehen, das etwas tut für uns, aber sozusagen nicht besser sein soll als wir. Mhm. Frau Bindeos wollte etwas sagen? Ja, ich hatte die ganze Zeit Kraftwerk im Kopf, also jetzt, wo Sie gesprochen haben vorhin. Also immer diese Kombination von Mensch-Maschine, wo es darum geht, Repetition und einen Rhythmus zu schaffen, wo letztendlich die Maschine das vielleicht auch besser kann, weil es darum geht, den Takt zu halten. Sie meinen die Bandkraftwerk. Die Bandkraftwerk, genau, ja. die Bandkraftwerk. Und da finde ich ganz bei Ihnen vorhin, dass es geht darum, also eine Maschine sollte uns dienen. Und wenn eine Maschine Dinge, Aufgaben übernimmt, die vielleicht nicht so lustig sind, nicht so viel Spaß machen, die vielleicht wirklich anstrengend sind, vielleicht sogar körperlich anstrengend, dann ist das natürlich eine tolle Sache. Das Problem ist dann, dass man sich überlegen muss, was man mit seiner eigenen Zeit macht, und das erfordert, man muss darüber nachdenken, das erfordert auch Arbeit. Und Arbeit, die einiges schwieriger ist, als jetzt die Waschmaschine zu nehmen, einfach wirklich Handlungen, die man kennt und die man seit langer, langer Zeit, mit denen man aufgewachsen ist, auszuüben. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt der Angst. So, was mache ich jetzt mit mir selber? Was wird jetzt meine Aufgabe werden? Und natürlich wird das auch immer alles heraufgeschürt. Frau Neubert, Sie haben es gesagt, das ist auch ein bisschen an dieses Ablenkungsmanöver. Jetzt kommt diese Angst über KI und jetzt müssen uns alle damit befassen. Und natürlich gibt es Science Fiction, die auch einen tollen Job gemacht haben über Jahrzehnte von Stanley Kubrick und so weiter. Dass das doch immer bei uns im Kopf mitschwert, diese Maschine, die uns bedroht. Aber eigentlich sollte die Maschine nicht bedrohen, sondern uns helfen und die Dinge machen, die nicht so produktiv für uns sind. Jörg Biringer, was sagen Sie dazu? Ja, für mich, also meine eigene Faszination, weil ich ja kreativ mit diesen Maschinen arbeite, ist ein Erkenntnisgewinn, den ich daraus ziehe. Ich gehe nicht unbedingt immer so vor, dass ich von vornherein weiß, was dann am Schluss rauskommt, sondern ich überlege meine Versuchsanordnung. Und dann am Schluss kommt etwas raus, was ich vielleicht erwartet habe, dann bin ich fast ein bisschen enttäuscht. Oder es kommt etwas raus, was ich nicht erwartet habe, und dann denke ich mir, okay, das kann das also auch. Und generell finde ich ja zum Beispiel diese für mich eine Erkenntnis aus diesem Medienhype, auch um ChatGPT und dem allem, ist, dass Sprache an sich, weil wir müssen immer, die ChatGPT versteht ja nichts eigentlich von diesem Text. Es analysiert Texte und macht aus diesen Texten Texte. Das heißt eigentlich sozusagen, dass das Verständnis, das da vorgegaukelt wird, bezieht sich rein auf Texte. Und das ist, finde ich, sehr faszinierend, dass sozusagen die Sprache an sich schon generierend sein kann, dass wir glauben, es steckt ein Sinn dahinter. Mhm. Und im Grunde, ja, das ist so, wie Wittgenstein gemeint hat, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und ich habe das immer ein bisschen angezweifelt, aber sie sind dann doch relativ groß, diese Grenzen, was aus dieser Sprache entstehen kann. Und das ist, finde ich, faszinierend. Und das hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren nicht so gedacht. Und das ist vielleicht für mich ein Erkenntnisgewinn, der spannend ist. Mhm.
Angst habe ich natürlich immer ein bisschen davor, weil das ist immer unheimlich. Ne? Das Ding macht irgendwas. Und natürlich gibt es diese Befürchtungen, dass die Künstler ersetzt werden, an die ich nicht glaube. Aber die kommen halt immer auch von außen herein. Und manchmal in einer dunklen Stunde denkt man sich, vielleicht doch. Hm. Aber eigentlich nicht. Das ist schön. Herr Knies. Ja, ich glaube, dass die eben Angst wird geschürt. Das sollte man nicht unterschätzen. Also ich glaube, dass die Leute Angst haben, weil sie geschürt wird. Das müsste nicht sein, aber ich denke, dass es durchaus, weil das ist vorher auch schon aufgekommen, zu einem gewissen Grad wirklich Teil der Geschäftsmodelle, das ist halt, das funktioniert ganz gut. Ja. Und es ist auch so, dass durch den Einsatz von AI, und wir haben das ja schon angesprochen, was soziale Medien und so weiter betrifft und diese Filterblasen, die entstehen, und ich habe gesehen, da gibt es ja den schönen Blog hier, da steht sogar Filterblase verlassen vom Standard drauf, also das ist ja wirklich... Das ist unser Motto. Das, also perfekt. dass das auch tatsächlich dazu geführt hat, dass eben die Gesellschaft auch entsolidarisiert ist zu einem gewissen Grad, weil sie halt in diesen virtuellen Communities leben, aber nicht mehr in der Community, in der sie tatsächlich real leben. Und ich glaube, diese Hilflosigkeit, die daraus resultiert, also es gibt diese übermächtige KI, es gibt diese Maschinerie, es gibt diese Industrie, und wenn die das wollen, dann kann ich sowieso nichts tun, dann bin ich dem auch ein bisschen ausgeliefert. Ich glaube, das trägt dazu auch bei, zusätzlich zu allen Dingen, die natürlich kommen durch populäre Medien und Kultur und Science Fiction und alles das. Aber ich glaube, dass dieses Gefühl, ein bisschen alleingelassen zu sein mit der Thematik und sich nicht wehren zu können, sicher auch ein großer Punkt dazu ist. Und ich denke, was man tun kann dagegen, ist zu sagen, eben, man kann Kontrolle übernehmen, man kann was tun dagegen. Man sollte sich nicht sozusagen entsolidarisieren lassen, sondern man muss sich solidarisieren. Und dann kann man da auch die Kontrolle übernehmen über die AI und muss auch keine Angst haben vor den Firmen und auch eigentlich vor sonst auch nichts. Ja, also für mich kommt sowohl die Faszination wie auch die Angst aus unserem anthropomorphischen Denken und die Art, die Welt zu sehen. Wie andere Lebewesen auch, wir haben unsere Perspektive, weil unser Gehirn uns ausgestattet hat, bestimmte Dinge zu sehen. Wir sehen ja auch viele Dinge, die existieren nicht, weil wir die Wellenlängen nicht, des Lichtes nicht sehen, etc., etc. So wie alle anderen Lebewesen haben wir unsere Umwelt, wie das von Uexküller mal genannt hat. Und dieses anthropomorphe Denken verleitet uns dazu, auch in Dingen etwas zu sehen, ein Wesen zu sehen, das Absichten hat, mit dem wir kommunizieren können. Und in der Sprache, in der Alltagssprache, sprechen wir von Dingen als er, sie oder es. Mhm. Und das ist harmlos. Aber was wir vergessen, ist die Geschichte der Menschheit. Und wir vergessen, dass der Großteil der Menschheit über Jahrtausende von Jahren in einer Welt gelebt hat, wo die natürliche Umwelt beseelt war von Geistern, von Göttern, von Seelen, von Pflanzen, von Dingen. Und man hat sich diese Kräfte, die da in der Umwelt waren, irgendwie aneignen müssen, damit man das Kanu bauen kann oder Krieg führen kann oder was immer angestammt ist. Das haben wir vergessen. Diese Welt existiert nicht mehr und trotzdem steckt das noch in uns. Mhm. Und insofern, glaube ich, müssen wir den Blick erweitern, zu sehen, wir sind ein Kontinuum von Lebewesen. Wir haben ja auch, und die Genetik hat uns das vor 20 Jahren sehr deutlich gezeigt, nicht? Also wir sind verwandt mit den Fruchtfliegen und den Bakterien als Teil unseres genetischen Aufbaus. Und es ist ein Kontinuum. Und jetzt haben wir halt diese zusätzlichen Dinge, die wir geschaffen haben, und wir müssen das einordnen. Mhm. Herzlichen Dank. Ich bitte mal, die Präsentation zu beenden und wieder auf Europa im Diskurs zurückzuschalten, damit wir auch wissen, wo wir sind. Ich möchte eine ganz schnelle Abschlussrunde noch machen mit Ihnen. Und zwar einfach so ein bisschen eine Vorausschau. Was glauben Sie in 5 Jahren? Wie werden wir die KI einsetzen? Wird sich alles wieder beruhigt haben? Werden wir das so verwenden, wie wir SMS verwenden und selbst SMS schreiben oder Autokorrektur, um Himmels Willen, funktioniert selten. Eine ganz kurze Einschätzung von Ihnen allen. Ich würde es der Reihe nach durchgehen. Lies hier bitte beginnen. Ich orakle und spekuliere ungern. Im besten Fall, sage ich jetzt, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir aus diesem Angstzustand rauskommen,
und eine Regulierung geschafft haben. Also sei es ab wann sozusagen künstliche Intelligenz, in welchen Bereichen es eingesetzt wird, wie Transparenz ist. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass wir es so weit ernst nehmen, dass es Teil unseres Lebens ist, aber sozusagen wir nicht ausschließlich dadurch dominiert werden. Also eine neue Sicht auf den Menschen wäre so meine Hoffnung in 5 Jahren. Auf die Künste möglicherweise auch, also als alles, was den Menschen sozusagen jetzt im 21. Jahrhundert ausmacht. Frau Nowotny? Also ich kann auch nur Wünsche äußern. Ich weiß nicht, was in 5 Jahren sein wird. Und ich wünsche mir auch, dass wir einen öffentlichen Diskurs gut zustande bringen, wo wir auch das, was wir am gemeinsamen Zusammenleben schätzen, dass wir das verstärken können, dass wir der Kunst und der Wissenschaft zutrauen, uns hier weiterzubringen und dass wir lernen, damit zu leben, ohne Angst und versuchen, daraus ein besseres Leben für uns alle zu schaffen. Herr Pirin. Die schwierigste Frage zum Schluss. Ja, keine Ahnung in Wirklichkeit. Ich habe auch so Hoffnungen, dass vielleicht diese Diskussion, die wir jetzt führen, über Regulierung etc. und auch über die Macht, die diese Systeme haben, vielleicht dazu führen, dass wir einfach generell nachdenken, wer Macht hat, ob wir diesen Tech-Konzernen die Macht geben wollen aufgrund von ihren techno-utopistischen Vorstellungen, die vielleicht nicht so unbedingt gesellschaftsfördernd sind. Das würde ich mir wünschen, ob es so kommt. Schauen wir mal, Herr Knees. Ja, also ich kann mich den Wünschen nur anschließen. Ich wünsche mir auch eine aufgeklärtere Gesellschaft, allgemein, was den Umgang mit KI betrifft natürlich. Ich glaube, dass die Dinge, über die wir jetzt sprechen und die uns jetzt gerade Angst machen, in 5 Jahren ganz normal sein werden und da keiner mehr drüber reden wird. Wir werden andere Dinge haben, vor denen wir dann Angst haben werden. Ich glaube, das wird eine vergleichbare Situation sein, aber halt 5 Jahre später. Okay, vielen Dank, Frau Pindios. Ja, ich glaube auch, dass die Angst bestehen wird, neue Dinge gefunden werden. Ich hoffe, dass dass jetzt der Diskurs weitergeführt wird, aber die Begeisterung abflaut. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man dann KI sieht als etwas, das Anwendungsbereiche gefunden hat und in diesen Anwendungsbereichen wirklich, wirklich gut funktioniert. Also davon absehen, zu versuchen, eine KI zu schaffen und Angst zu schüren vor einer KI, die uns alle übernehmen wird, weil das ist ja eigentlich nicht sinnvoll. Also dass wir wirklich an den Bereichen arbeiten und die dann hoffentlich bis dahin definiert haben. Das ist ein schönes Schlusswort. Nicht ganz. Ich wollte mich bei Ihnen herzlich bedanken, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie an dieser Diskussion teilgenommen haben. Ich finde, es war eine sehr spannende Debatte. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie können etwas mitnehmen von dieser Diskussion. Und bevor wir jetzt die Veranstaltung endgültig beschließen, möchte ich Ihnen noch einen Witz mitgeben, den die KI für uns geschrieben hat. Es sind eigentlich 2. Wir haben die KI beauftragt, gesagt, schreib uns einen Witz, liebe KI. Daraufhin hat sie geschrieben, warum vertrauen künstliche Intelligenzen nicht auf Treppen? Antwort, weil sie immer glauben, dass sie auf einer Stufe höher sind. Okay. Das fanden wir nicht so gut und haben gesagt, das ist jetzt nicht so wahnsinnig lustig, bitte erzähle den besten KI-Witz, den du kennst. Woraufhin ChatGPT geantwortet hat, in Ordnung, hier ist mein bester Versuch. Warum hat die künstliche Intelligenz den Job als Banker abgelehnt? Weil sie angeblich zu berechnend war. In dem Sinne... Herr Pieringer hat recht. Ich glaube, mit Humor hat es nicht so. Solange wir das immer noch viel, viel besser können, bleiben Sie fröhlich und haben Sie einen schönen Sonntag. Vielen Dank.